Salam, salam, salam. Salaikum alam. Wie geht's, wie geht's, wie geht's? Salam alaikum. Moin, 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 moin. Ein neues Emote am Start. Fühle ich, feiere ich. Monte Annele. Geil, Digga. Salam, salam. Meine Habibis. Wie der Song davor hieß, Lil Peep, Switchblades. Hier. Witchblades, jetzt siehst du es nochmal oben. Da. Witchblades. Salam, salam, salam. Oh, Bruder. Was ist denn heute mit Bitcoin passiert, Alter? Huch. Was ist denn heute mit Bitcoin passiert, Bruder? Huch. Was ist denn mit Ethereum passiert? Huch. Schmeckt. Schade, dass ich keine Bitcoins habe, Digga. Dip. Kauf halt kein Geld, Bruder. Alles verspielt. Alles verspielt, Bruder. Wir können von mir aus direkt in RP reingehen. Aha. Ist der Server down? Server ist down. Ah, ja, moin. Okay, perfekt, Digga. Ah, ja, gut, okay, kein Problem, Digga. Wie viel Ethereum mein Kumpel hat? 230. 230 Ethereum hat er.
Ah, ich habe heute angefangen, Bruder. Du bist ultra laut? Nee, eigentlich nicht, Digga. So wie immer. So wie immer. Ich kann auch mal gerne gucken. Ich liebe diesen Song, Digga. So, wir gehen direkt rein in RP, Digga. Da kennen wir nichts. Server ist nicht down, nee, bei mir war nur kurz down, Digga. Kurz down. Monte hat Bock, ja. Ehrenbruder Kaido ist aber da, also heute nicht allzu lange. Digga. So, let's go. Let's go. So, ich hoffe, inshallah, der Taxifahrer ist da. Sikerem, er ist nicht da. Oh. So, kann ich? Sikerem, er ist nicht da, Digga. Ist das mit dem Taxi? Ah. Perfekt. Ayo! Moin, moin. Fährst du mich einmal zur Platzgarage, bitte? Klar, steig ein. Aber park bitte auf der gegenüberliegenden Seite beim Bankautomaten. Ich muss Geld abheben, ich habe kein Bargeld dabei. Alles klar. Würdest du kurz ein Navi eingeben? Was bist du denn für ein Taxifahrer? Muss ich doch hier in der Hut auskennen. Ja, es geht. Neu angefangen oder bist du nur Angestellter? Nee, eigentlich arbeite ich bei der Justiz, aber nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Ah, okay. Warte mal jetzt Darf ich kurz. fragen, wie lange du schon im Stadt bist? Also in Dortmund. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ein Monat? Okay, ja. Geht ja. Und einmal rumfahren oder wie? Ja, fahr einmal rum. Und jetzt hier rechts am Geldautomat, bitte. Jo. Ja, hier kannst du mich. Hier, ich komme gleich wieder. Jo, alles gut, Sie müssen nicht zahlen, passt schon. Nee, nee, ich will zahlen, warte. Okay. Ich habe gerade gedacht, mein Sound ist kaputt, Alter. Das ist ein Elektroauto, glaube ich, gewesen, Mann. Aber ich bin übelst erschrocken, Digga. Ich habe da gedacht, der Gaming-Sound ist nicht am Start. Ah, dieser. Soll die Scheiße! Was mit dir? Wie, was mit mir? Nicht drängeln, du Arschloch. Ich habe nicht gedrängt, du hast geschubst. So. Ist das ein Elektrofahrzeug oder was? Wie bitte? Ist das ein Elektrofahrzeug? Jo, Ich hab mich gar geirrt. nichts von Ihnen. Ist Ah, doch keine sorry. Hupe, das ist kein kleines Problem. Wie ist denn dein Name? Patrick Storr. So, hier einmal. Dankeschön für die Fahrt. Dankeschön. Jo, ciao, ciao. Tschüss. So. Das Auto war ein Elektroauto, Digga, deswegen hat man nichts. Wie kann man nicht packen, Mann? Och nö, Ich Digga, krieg och diese Scheiße. nö.
Och nö, och Ich habe meine nö, Batterie groß och gemacht. nö, och nö, Digga. Direkt offline nach Schenefeld, Digga. Da habe ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf, Digga. Schon wieder gar keinen Bock drauf, Digga. Gar keinen Bock drauf. Es ist wirklich zum Kotzen, Digga. Ach, scheiß drauf, Digga. So nervig, Digga. Moin. Moin. Hallo, Herr Pipo. Ich habe eben bei der Schießerei meinen Grüß Gott. Raketenwerfer verloren. Sammeln. Geht's hier um die Raketenwerfer. Schießerei? Achso, ist hier noch Action oder was? Ja, Ja, hier ist deswegen noch. frage ich gerade, ob es um die Schießerei hier Achso, geht. nee, ich war nur ein Scherz, ich Okay, gehe komm mal wieder. rüber mit dem. Alles klar. Warte. Ah, hoch. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann mein Fahrzeug nicht ausparken, Digga. Ich kotze schon wieder richtig ab, Diggi. Ich sag's so, wie es ist. Nee, die RP-Polizei ist, glaube ich, nicht dafür da, dass ich mein Fahrzeug nicht bekomme. Was die. Es ist halt einfach, ich sehe schon wieder. Ja, super. Alle sehen das, bloß ich nicht, Digga. Wunderschön. Ey, du Schlüpfer. Hier bin ich. Jo. Jo. Ich hab's mal auf dem offiziellen Weg gemacht. Gefällt dir das? Es gefällt mir immer mehr. Du, ich bin gerade aufgewacht. Ja, wo brennt die Hütte? Warte mal ganz kurz. Verpisst euch mal, Mann! Ihr Nervensägen! Verpisst dich, du Wichser! So. Ich kann leider da vorne wieder mal nicht meine Fahrzeuge ja, ein- und ausparken. Also, du siehst also den Marker hier mal wieder nicht. Nee, Kann das sein? nee, genau, richtig. Okay. Ja. Keine Ahnung, was du da schon wieder hast. Aber das haben wir sofort. Du bist ja noch arbeitslos, ne? Ich bin noch arbeitslos, ja. Dann warten wir mal einen Augenblick, dann sollte der Kreis gleich auftauchen. Ah ja, perfekt, super. Supi. Genau, dann probier mal aus. Ja, danke dir. Nos, falls er das Problem noch mal hatte, setz ihn einfach noch mal als arbeitslos. Perfekt, mache ich. Und mir wurde auch eben Raketenwerfer noch geklaut. Der ist jetzt Ja. einfach nicht mehr da. Gibt's gar nicht bei uns auf dem Aua. Server. Den Granatenwerfer meine ich, sorry. Ein Granatwerfer? Meinst Ja. du den hier? Ist das ein Granatwerfer? Ja. Schieß mal bitte einmal. Oha, Digga. Schieß mal, dass er auch explodiert, bitte. Wie an die Hauswand da oder so. Hier kann er doch hier Oha! vorne. Warte. Oha! Ja, das ist meiner. Das gefällt dir, ne? Ja, hier, da ist mein Name eingraviert. Da steht Olaf. Was steht hier? Was steht hier? Hildegard.
Heißt du Hildegard? Das ist meine Oma. Ach so, okay. Nee, nee, alles gut, alles gut. Sag mal ganz kurz, war dein WA-Funk gestern ein Defekt oder was? Nee, ich habe gestern einiges zu tun gehabt. Abgehoben, nicht mal einmal zurückgeschrieben. Ja, aber ich registriere ja trotzdem, was da steht. Dann gib mir doch zumindest einen Daumen nach oben, damit ich mich nicht ganz so unwohl fühle. Okay, alleine viel. Ja, okay. Alles gut, easy. Danke dir für die schnelle Hilfe. Im Übrigen, wenn wir hier gerade kurz im offenen Kreis reden können. Fraktion, Bewerbung ist auch geschrieben und raus. Jo, ich habe schon Rückmeldung von der Fraktionsverwaltung bekommen. Da kannst du ja was zu sagen, oder ist das dann eher mit Stöpsel? Nee, kann ich noch nicht, weil ich, mach Stöpsel rein, ja, werde euch dann mal einen kurzen Bericht geben. Ganz kurz Stöpsel. So, schönen Abend noch, Dankeschön. Was? Was geht? Okay. Hey, ich kann nichts auspacken, Alter. Kannst du was auspacken? Ich kann was auspacken, fragt die Jungs. Du kannst das auch nicht? Nee. Ja, Moment, haben wir gleich. Na gut, bei dir brauche ich eh nicht nachfragen. Ja, Auspacken ist. Ich fick diese gerade. Ey, wenn du ein Problem mit dem Auspacken hast, geh zur Polizei da vorne, die können das lösen. Ah, okay. Dass ich gefahren wurde. Hey, Cousin. Olaf hier. Oh, was geht ab, Cousin? Nicht viel. Und bei dir? Ich pack mal kurz mein Auto aus. Auch nichts. Ja, Susa, soll ich dich dran erinnern, Cousin? Na, was? Sollte jemand das Problem haben? Ich hab mit dem Zug auf euch gewartet, ihr seid einfach nicht gekommen, weißt du? Wo das Problemchen ist. So, wo ihr schon da seid, ja? Ganz kurz. Ganz kurz, ja? Hattest du das eigentlich gesehen bei dem Wagen hier? Beide ist bei den Dingern normal. Als wenn ihr nichts im Kofferraum habt, Cousin. Ach komm, Cousin, hast du nichts Besseres, mehr, als im Kofferraum zu gucken? Ich hab's versucht, Cousin, da war nichts drin, Cousin. Ah ja. Ja, da hätte ich mal ein paar Kompaktgranatenwerfer rein können. Was geht? So ist alles fit oder was? Ja, bei dir. Alles gut, Digga. Ich will mal kurz zur Tuning-Werkstatt. Ich will die Unterbodenbeleuchtung nochmal anders machen. Digga, das Ding ist so hochgradig illegal. Warum? Weil also das ist wirklich ein reines. Bist du den schon mal richtig gefahren? Ja, der driftet nur, ne? Der ist nur am Driften. Aber wenn du ein bisschen den Dreh raus hast, dann macht das wirklich Spaß. Ja. Isco sein Wagen ja auch. Ja, ich hab vorhin ein bisschen geluschert. Digga, du kannst halt einfach nicht fahren. Nein, Junge, das ist einfach das Ding gewesen. Fahr selber mit dem Ding. So schlimm sagst du das? Oh. Ich geh grob nicht an. Ey, yo, wie lange brauchst du noch? Ich kann nichts auspacken. Ich kann gleich kommen, also versuchen zu kommen. Hallo? Ich bin gerade bei der Garage, bei der Tuning-Werkstatt. Okay. Voice-Crack, der Wichse. Was geht bei dem? Keine Ahnung, Alter. Seine Voice-Cracks haben nachgelassen, glaube ich sogar. Ist das wirklich so? Muss man aber darauf achten, wenn er redet. Er hat nicht mehr so viele. Schon viele, aber nicht mehr so viele.
das mein Auto? Nee. Alter. Wollen wir damit mal einen Würfelpark fahren? Ja, mach mal. Bisschen angeben, weißt du? Das ist doch aber nicht dieselbe Unterbodenbeleuchtung wie Scheinwerfer, oder? Warte. Nee, glaub nicht. Nee, ist nicht dieselbe. Egal, scheiß drauf. Oder das Ding. Was ging heute so? Habe ich was Wichtiges verpasst? Oh, bin im Krankenhaus auf. Im Krankenhaus? Ja. Und ich mache heute einen Überfall, wo ich die alle Cops abschieße. Willst du noch? 100%. 100. Eine Milliarde. Wenn ich das heute nicht mache, ich geh nicht schlafen. Warum willst du das machen? Weil wir wieder geficken. Hä? Was? Wir wurden gefickt wegen. Ah. Ich kann nicht näher drauf eingehen, weil ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und du, was geht bei dir so? Bist du noch ein Freshman oder bist du schon langwieriger? Okay, ich bin schon eine Zeit hier. Ah, ey, lass mich mal eine Karabiner bei irgendwen kaufen gehen. Ich hab noch Karabiner. Ich bin bei der Platzhut gewesen, ne? Ja. Auf einmal liegt da Max Sancho auf dem Boden, Lost MC-Leute, Platz-Leute, alle Kali-Kartell-Leute. Ja, ich war eben auch da, hab das gesehen, Digga. Aber, hast du den Kontakt von Mujo? Ja. Ruf ihn mal an, der schuldet mir noch ein paar Waffen. Jo, ich glaube, der ist vielleicht sogar tot. Ungünstiger Zeitpunkt vielleicht. Ja, ruf ihn doch einfach mal an, mehr als nicht rangehen kann er ja nicht. Ja, das ist natürlich kacke. Das ist natürlich sehr kacke, Jan. Aha, schon mal ist das für eine Karte. Ohoho, schon mal ist das. Piss. Piss jetzt! Ja, geh nicht ran, Mann. Piss jetzt nach Hui. Bruder, der Wagen ist. Ich würde dich auch damit fahren lassen, aber Digga, du schrottest den locker wieder. Nein. Lass mich eine Runde, komm. Steig aus. Nee. Doch, eine Runde. Sofort, okay. Komm sofort. Ah. Ja, dann fahr. Okay. Weißt du, wie du den Wheelie machst? Machst du das mit dem... Nee. Mit, du musst, du musst den W- und Leertastenmuskel gleichzeitig und dann, den rechten Mauszeigermuskel. Aber du kannst auch spielen mit dem rechten, Muskel, mit dem, Mauszeigermuskel. Kannst auch ein bisschen spielen, dass er nur ein bisschen hoch geht immer. Ja, immer einmal kurz so leicht anpieken. Nee, mit dem W- und Leertastenmuskel gedrückt halten und dann den rechten Mauszeigermuskel. Nur ein bisschen antippen. Warte. Aber ohne los, also du musst die beiden Muskel noch los festhalten. Merkst du? Weißt du, was ich meine? Das macht schon Laune, oder? Ich zeig dir mal, wie man mit dem Ding fährt, Alter. Bruder, du wirst uns in der ersten Kurve direkt irgendwo gegensetzen. Entspann dich, Alter. Du Idiot, Mann! Ich hab dir doch gesagt, Digga, das Ding ist unberechenbar. Ich repariere. Alter. Ja. Junge! Alter, nee, jetzt reicht's. Alles heil. Ja, ganz komisch. Nee, kann sein, ja. Hat er Pech gehabt. Was fährst du auch genau vorne hin? Mit deinem scheiß Fahrrad, du Idiot. Ey, ich muss vorne, ne? Bis gleich. Cool, sorry, Bro. Ich kümmere mich mal um den. Ich weiß nicht, fahr mal mit dem Ding gegen eine Wand. Ich hab das Gefühl, der ist unzerstörbar, Digga. Fahr mal gegen eine Wand kurz. Ja, fahr mal kurz gegen eine Wand warte, einfach. Ich fahr einfach normal, warte kurz.
Digga, ich sehe nicht eine Delle. Siehst du eine Delle? Hä, ich schwöre, ich auch nicht. Ich glaube, der kann nicht kaputt gehen. Oder? Lass einfach nicht sagen. Lass einfach nicht etwas sagen. Nee, normal nicht, Digga. Kann ich, oder? Warte, ich versuch mal. Ich mache jetzt mit Fullspeed. Bist du angeschnallt? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, fahr irgendwo gegen, komm. Gar nichts, null. Gar nichts. Hä? Digga, warte mal, ich fahr mal zur Garage. Das Ding geht echt nicht kaputt. Nein, ist unzerstörbar. Ist mir gestern auch schon aufgefallen, aber ich wollte es nicht sagen. Warte mal. Bestes Auto der Welt, Alter. Dann Schatz. Hä? Geht nicht, ne? Nein. Ja. Nur einpacken. Ja. Warte mal. Hä? Warte, dann können wir ja gar nicht gefickt werden eigentlich, wenn wir Überfall machen. Es sei... Ja, aber Bruder, du willst mit dem Auto nicht flüchten. Doch, doch, doch. Du kannst mit dem nicht auf gerader Strecke fahren, Digga. Und ich glaube, sie können halt die Reifen kaputt machen. Warte, lass mich mal aus kurz einmal... Ich habe keine Waffen. Aber hast du eine Waffe dabei? Schieß mal auf den Reifen. Nee, warte mal. Geht nicht, ne? Ja, die Scheibe geht kaputt. Ja, nicht mal das ist bei mir. Nicht mal das ist bei mir. Steig mal ein. Steig mal ein, ist die Scheibe dann bei dir kaputt, wenn du einsteigst? Ein bisschen. Yo, Chito, was los? Jetzt ist kaputt. Wir sind gerade mit... hier. Olaf ist ja im Auto unterwegs. Das Ding ist unzerstörbar, Alter. Keine Ahnung, Platzgarage, glaube ich. Lass mich auch wieder fahren. Keine Ahnung, Mann. Lass mich auch fahren, bitte. Warte. Jojo. Tschö. Hey, lass einfach gegen die. Hier Dings. Lass Polizei, Verfolgungsjagd. Lass ja, einfach. Ja, aber lass erstmal noch herausfinden, ob die Reifen zerschossen werden können. Okay? Ja, die schießen ja nicht, wenn wir nicht schießen. Also, du meinst einfach in die Polizei reinfahren und dann abhauen? Ja, einfach nerven und dann gegen die fahren. Reparier nochmal. Versuch mal. Ja, ich brauch nichts reparieren, Digga. Der blitzt und blankt in allen Farben. Vielleicht ist das Ding kugelsicher? Ich weiß nicht. Puh, das ist eine gute Frage, Digga. Warte mal. Yes, und. Ui. Bruder, guck mal, ob du was reparieren kannst. Nö. Nee. Was? Nicht ein Kratzer. Nee. Oh, nee. Nicht ein Kratzer, Digga. Aber wir müssen irgendjemanden, wir bräuchten irgendjemanden, der eine Waffe hat. Ich habe jetzt gerade keine Waffe. Wir müssen mal gucken, ob das Ding auch... Warum? Was willst du mit... Ich will wissen, ob... Ja, aber die schießen nicht, wenn wir nicht schießen. Ja, deswegen müssen wir kurz in die Platzhut einmal und mal nachfragen. Ja, okay, fahr mal hin. Ich bin kurz im Kopf. Ja. Alter! Digga, dieses Ding ist einfach nur illegal. Wenn die Scheiben noch kugelsicherer sind, boah, Bruder, dann ist aber... Schlafenszeit. Es ist ja scheißegal, ich kann ja jetzt so machen. Völlig egal, kein Kratzer.
Was das Auto so aktuell wert ist. Dieses ausgesorgt. Ich möchte nur mal ganz kurz anmerken, Digga, dass das Ding völlig geisteskrank ist. Soße! Ne, Soße ist, Isco, sein Auto ist nicht unzerstörbar. Da ist jetzt die Scheibe kaputt. Das ist ein theoretisch gesehen ein schlechtes Zeichen, was die Schusssicherheit angeht. So, Sir, bist du da oder was? Hallo? Olaf, ja. Guter. Ja. Hast du Stahlträger in deinem Auto verbaut? Nee, alles gut. Alles bestens. Schön wär's. Die Dinger gehen immer voll schnell kaputt. Ja, geht schnell kaputt. Ja. Gut. Auch dieses Drifting, was du da hast? Das ist alles bestens damit. Alles bestens. Mhm. Ich teste mal das Ding. Ist das in Ordnung für dich? Gerade nicht. Gerade benutze ich es noch selber. Alles klar. Ich melde mich später, sollte es nochmal dazu kommen. Ja, später. Alles gut, klar. Ciao. Eigentlich, liebe Moderatoren, wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr alle euch raussuchen, die zu Sparta gegangen sind und da reingeschrieben haben. Und gepetzt haben und die alle Sperma waren bei mir, Digga, weil ihr alles dumme kleine Hurensöhne seid. Sehr gerne könnt ihr das machen, Mods. Ihr nehmt euch die Zeit. Nehmt euch gerne die Zeit, Mods. Five Chrome, du kannst es ja gerne so machen. Du kannst ja einen Begriff filtern. In den letzten 15 Minuten alle, die bei Sparta irgendwas mit Monte reingeschrieben, einfach Permaban gefühlt. Und falls da jemand zu Unrecht gebannt wird, dann kann er ja einen Bannungsantrag stellen. Nach 3 Monaten. Ja, vielleicht gibt es da noch eine bessere Lösung. Warum kann ich kein Funkgerät benutzen?
Server neu startet oder was? Komisch. Perfekt, Digga. Sehr nice. Also. Nee, 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 also ich bin, also Sparta wird an dem Auto nichts machen, Digga. Und ich sag euch auch so, warum. Weil Sparta das in-game erfahren muss. Also er muss es selber in-game testen. Weil ihr alle oder viele von euch darüber gegangen sind wie kleine Pussys, dadurch darf er das nicht erfahren. Das ist Backseat Gaming und eigentlich solltet ihr alle bei ihm gebannt werden und bei mir. Ah, ich muss mal kurz meinen Kollegen noch als VIP machen. Ismet. Real-Life-Kollege aus Buxtehude. So. Ismet, schreib was rein, du Hoden-Kobold. Scheiß auf ihn, Digga. Da ist er doch. Ismet. Das ist der Kollege von dem Dönerladen in Buxtehude, den wir mal getestet haben zusammen mit Holger. Das Babyface. Während ich hier versuche zu connecten, hole ich mir kurz neue Zigaretten. Hab ich vergessen eben. Warte, ich hab Bock auf einen Reinbums-Song. Zeit für Autismus.
Aua! Okay. Ja, bis gleich. Oh, Entschuldigung, Kaido. So, jetzt hole ich mir erstmal eine Waffe raus. Denn ich habe keine Waffen mehr, die wurden mir gestern alle abgenommen. Jo, wer bist du? Jo, ich bin Mujo. Ey, Mujo, Olaf hier, Digga. Jo, was geht ab? Nicht viel, warte, ich pack dir mal ganz kurz ein. Bus. Jo. Jo. Sag mal, wir wollten doch noch mal wegen ein paar Waffen. Du wolltest mir ja noch, ich weiß, wir hatten keine Zahl abgemacht, aber zwecks dem Ja, ja. Willst du noch mal? Nicht vergessen. Schließ mal kurz dein BMW ab, Digga, und warte auf mich. Warte. Wir müssen das später machen. Ich habe jetzt erst noch ein Gespräch. Ich rufe dich auf jeden Fall nachher an. Ja, ich will dir nur kurz einmal was zeigen, Digga. Gib mir kurz. Ach so. Ja. Ja, ja. Also zu 100% ist der Wagen noch unzerstörbar. Ansonsten wäre es absolut fail, durch Backseat Gaming den Wagen zu patchen. Scheiße. Steig mal ein. 8, du Scheiße. Warte, ich will mal ganz kurz einmal was testen. Perfekt. Ja, nee, warte mal. Ja. Warte. So, warte. Oh. Das ist ein reines Drift-Auto, Bruder. Oh mein Gott, ist das krank. Und auch, geil. Und auch wenn ich dir nicht sagen kann, wie lange das noch gut geht, aber ich zeig dir mal ganz kurz was. Bist du angeschnallt? Ja. Warte. Ging nicht so lang gut. Ja, aber beabsichtigt. Siehst du einen Kratzer? Ach so, oh mein Gott, was? Was? Nichts. Aber doch nicht. So, darf ich dein BMW kurz abusen, benutzen? Nein, warte mal. Steht hier. Ich darf nicht näher Platz holen. Ach so, ja, nee, ist alles gut. Piss dich. Ist das Bundeswehr? Ja. Ist das Bundeswehr? Ja. Nein, das ist nicht Bundeswehr. Nee. Ja, warte, wir bräuchten irgendein Auto, Digga, um es nochmal... Ja, wirst du jetzt nicht finden. Glaubst du nicht? Weil ja... Nee. Irgendein geparktes, Digga. Irgendwo muss doch eins sein, da. Warte mal. Ja, schwierig. Auf jeden Fall... Macht Spaß. Geil. Das heißt, wenn ich Autos kaufen will, melde ich mich nur noch bei dir. Das weiß ich nicht. Oh, warte mal, wir nehmen ihn einfach mal ganz kurz. Oh. Ah, schade. Hätte er klappen können. War ELCN, die hat uns gefickt. War das? War, oha, dann habe ich Glück gehabt. Ja, alles gut, Digga. Wir können einfach weiterfahren, Digga. Krass. Mal gucken, wie lange das noch so ist. Aber ich habe ihn so gekauft, Digga, also, ne? Geil. Sag schnell, hast du eine Waffe gerade stecken? Nee, nur eine Karabiner, die brauche ich halt selber für mich. Ja, nee, ich meine, schieß mal bitte einmal auf die Reifen kurz. Warte, ich habe ganz hart Kopfschmerzen, meine Augen sind ganz, ganz kaputt. Stehen wir? Ja, wir stehen, kannst aussteigen. Okay. Boah, jetzt geht's wieder.
Jo Jungs, was geht? Was geht, Jungs? Jo, jo. Olaf, warte. Ich würde dir gerne eine Überraschung zeigen. So, sofort, sofort. Schieß bitte einmal auf die Reifen. Geht weg. Ja, Moment. Shit, Mann. Shit, Mann. Das hat der nicht mal unter gepanzert. Okay, Olaf shit. Ist auch auf dem doch, Scheiben gehen kaputt, Scheiben gehen kaputt. Scheiben gehen kaputt. Bei mir nicht. Bei mir ist auf. Guck mal kurz her. Komm mal kurz her und guck mal. Nee, versuch mal nur mir einen kleinen Schuss zu geben mit der Pistole in den Oberkörper okay. Oder so. Oberkörper, Pistole. Ich hab keine Pistole. Ich auch nicht. Ich schieß nur auf deine Hand. Ja, okay. Okay, Bro, sei mir nicht böse. Ich hab jetzt noch einen Termin. Ich ruf dich nachher an. Ja, alles gut. Teil. Wenn du es verkaufen willst, melde dich bei mir. Ja, kriegst alles gut. Kriegst du was ab? Ja, krieg ich. Okay, ja. Wen? Wo? Oh, da. Was willst du mir denn zeigen, Cousin? Ja, kannst du ein Auto hast? Wir müssen zum Flughafen. Irgendein Auto, Cousin. Zum Flughafen? Ja, da ist die Überraschung, Cousin. Okay. Ey, verpisst euch mal dann, ne? Also, das ist eine Überraschung für uns alle zusammen, Cousin. Okay, bin gespannt wie Bettlaken. Du bist gespannt wie ein Bettlaken. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken, so ist es. Dann gib mal im Navi die Route ein, bitte. Im Navi die Route eingeben? Ja. Okay, ich habe eingegeben, Cousin. Vielleicht halten wir noch mal kurz beim Ammunition Shop, weil ich habe kein Magazin. Okay, ich muss dir kurz ein Update geben, Cousin. Ja, sprech gerne. Pablito wurde auf ihrem Anwesen gebloodoutet von Frank. Auf unserem Anwesen? Ja. Warum das denn? Und warum auf unserem Anwesen, Digga? Wir haben auf unserem Anwesen gechillt, Cousin. Wir haben, wir wollten einen Überfall machen zusammen. Aha. Dann sind wir irgendwie mit Segelboot, Sepp war auch da. Und dann hatten wir irgendwie die Diskussion. So mäßig, zeigt uns eure Anwesen, Cousin. Ja. Dann haben wir zuerst so ein bisschen Nein gesagt, so wir können nicht. Und dann kam die Sache mit, aber Tessa konnte man zeigen und so, Cousin. Und danach, Sepp ist sowas wie gestrandet, wir sind aber halt im Meer. Er war weit weg, weil sein Boot kaputt gegangen ist. Mhm. Dann hat Frank zu Pablito gesagt, ihn abholen. Und Pablito so hat am Anfang so ein bisschen gesagt, nee, mach ich nicht, Cousin. Dann am Schluss hat er doch gesagt, dass er es macht, aber Frank hat halt gesagt, ja, du musst halt Respekt vor deinem OG haben, Cousin, und dann hat er ihn direkt erschossen und gesagt, das ist jetzt dein Bloodout, Cousin. Also ist Pablito nicht mehr bei dem Platz? Nein, nicht mehr, aber mir geht's darum, dass sie ihn auf unserem Anwesen, ich wollte dir das sagen als Abi, weißt du, Cousin? Aber mit wem warst du denn da? Mit Sosa, mit Rick, mit Frank und Pablito. Aber du findest das positiv oder negativ, dass das da passiert ist? Das weiß ich eben nicht. Ich habe damit keine Erfahrung so, ob das. Also Sosa hat gemeint, dass Frank, wenn man das bei ihm machen würde, das hat Sosa ihm aber auch schon gesagt, dass er sauer wäre. Weißt du, wie ich meine? Aber ich wollte nur, dass du so die Lage verstehst, also dass du das mitbekommen musst. Ja, verstehe ich, aber warte mal. Letztendlich, Digga, ist es ja noch gar nicht unser offizielles Anwesen. Verstehst du? Ja, stimmt. Mhm. Wir können ja ich erst. Wollte wissen. Ja. Ich weiß, was du meinst, ich verstehe das. Ich wollte doch, dass du weißt, Pablito weiß nichts mehr von dem Blatt, Cousin. Ja. Bei einem Bloodout vergisst du. Ich weiß. Mit, okay. Ich weiß, ja. Okay, ich wollte... Ja, ich find korrekt, dass du mir so einmal... Soße ruft mich an. Yo, Soße! Yo, kannst du mich abholen, Mann? Wo bist du? Platzgarage. Ja, ich komm da jetzt hin. Ja. Bis gleich.
Das ist richtig Cousin. Ja, wir holen Soße ab, dann fahren wir zum Flughafen. Wie bitte, Cousin? Wir holen Soße ab und dann fahren wir zum Flughafen. Okay, Cousin? Ja, er hat schon gesehen, Cousin. Ja. Ja, aber das passt, dann kann ich während der Fahrt auch nochmal seine Meinung erfragen zu dem Bloodout. Mhm. Und was seine Meinung ist. War Marcel auch dabei? Nee, ne? Marcel steht doch um die Uhrzeit nicht. Ach ja, stimmt, ja. Habe ich vergessen, Bruder. Der steht jetzt vielleicht in so 2 Stunden auf, Cousin. Ja, bitte, Bruder, völlig verloren, Mann. Oh, das ist Isco, Cousin. Hey, Isco! Hey, Ola? Jo, was geht, Isco? Nicht viel bei dir? Auch nicht. Wir fahren zur Platzgarage und dann wollen wir zum Flughafen. Cousin hat ein Geschenk für uns. Vielleicht willst du ja mitkommen. Oh ja, ich komme mit. Okay, dann fahr vor, Bruder. Der hat richtig Spaß an seinem Auto, Cousin. Ja, Bruder. Und das steht doch richtig zu ihm, weißt du? Ja, safe. Der macht immer dieses Rally von Tokio. Fast and Furious. Hey, Fast and Furious. Wenn du alt genug bist, da darfst du den Film auch gucken, mal. Oh, yo. Was geht? Nicht viel. Jetzt sind wir einer zu viel. Alter, muss Isco mit dem Isco! Fährst du uns hinterher zum Flughafen oder was? Ist gut, Sosa sagt nicht, was die da erwartet, Cousin. Helikopter oder was? Nein. Ich sag ja nicht sagen, was uns wartet, Cousin. Gib mal im Navi, oder also warte. Ich muss. Mach selber. Gib mal im Navi. Schnauze. Warte, ich geb einen. Ich hab schon. Olaf, das heißt Navi, das weißt du, oder, Cousin? Navi. Guck mal, wie sagst du Navigation, Cousin? Navigation. Navigation? Schnauze, Cousin! Weiß, aber vor dem. Okay. Du bist was sie. Heißt du bist. Du bist. Englisch? Navigation. Sorry, Cousin. Hey. Cousin, mach du erstmal deinen Grundschulabschluss, bevor du deinem Abi Tipps gibst. Also mit 7 ist man in der 2. Klasse, stimmt. Es gibt keinen Grund für Arschloch. Digga, warte mal. Das habe ich gelernt. Die eine Kurve ist hier richtig. Digga, die ist so hinterlistig, diese Kurve. Weiß ist Isco, wo wir hinwollen? Die ganze Stadt. Hört ihr das auch? Du musst rund links lang. Aber wer redet über die ganze Stadt? Aber nimm die linke Spur, Cousin. Wer? Ich? Nee, ich musste T-Funk neu starten. Ich glaube, bei mir war ein Problem. Guck mal da oben, Digga. Guck mal links oben. Boah, das ist. Hey Jungs, jetzt mal ehrlich. An unser Anwesen und an. Anwesen? An unserem Anwesen wurde gesprayt. Ja. Jungs, seid ihr im Funk? Nee, vorhin ging der Funk nicht bei mir. Funk mal jemand Isco und sag ihm, dass wir am Flughafen sind. Ich glaube, der wusste gar nicht, wo wir hin wollen. Rick, Bruder, wir sind Flughafen, komm hier hin. Und wenn du Isco dabei hast, hol ihn auch mit. Wir sind also am Flughafen. Ah, Isco ist hier. Ja, wir sind Flughafen. Okay, fahr rein. Also ganz kurz, sollte das jetzt. Also eigentlich, niemand weiß, dass das unser Anwesen ist. Und es ist schon ein mehr als merkwürdiger Zufall, dass dann ausgerechnet jetzt da rumgesprüht werden, ne? Da müssen wir mal beobachten, würde ich sagen, einfach. Ich würde sagen, bevor ich euch das zeige, stopp. Ach nee, warte, ja, links. Bevor ich das euch zeige, dass Susa uns das ermöglicht hat. Also finanziell. Hier in die große Halle, rechts. Oder was? Rechts? Nee, rechts. Nein, rechts. Diesen kleinen Hütchen da. Hier raus bei dieser Garage. Das okay. Ist nochmal was richtig. Das ist eine Fraktion. Ey, Mann! Genau, für du Wichser. Digga, mach mal die Tür wieder ran, du Arschloch! Oha! Weyo! What the weyo. WTO, was ist das denn, Digga?
Oha! Bruder! Nein. Über deinem ganzen Staat. Was? Irgendein Schwanz über meinem ganzen Staat. Ich höre niemanden. Hey, hieß. Hallo? Guck mal, ich würde sagen, wir könnten mal bei Sandy. Ey, warte mal, wer ist der Typ, der da läuft? Warte. Das schaut aus wie Pablito. Oh, hola, das heißt, ich wollte gerade mein Flugzeug ausholen. Ey, warum hört man den? Wer ist das verdammte Scheiße? Ja, ja. Ich auch. Ich. Er rafft das nicht, verdammte Scheiße. Ja, hab ich schon gerade gesagt. Rick, du brauchst immer ja! Durch die ganze Straßenstadt. Was soll ich machen? Soll ich fliegen? Oh, nein, nein, oh. Flieg los! Der Funk ist wieder unerträglich. Ja, ja, ja. Ich verstehe kein Wort. Auf jeden Fall, Olaf, falls du das verstehst. Flieg los, Digga, flieg los! Wir könnten ja mal so ein Treffen an Sandy Shores machen und dann stehen wir so vor unserem Luxus-Jet. Das sieht richtig ab, Cousin, oder? Ja, genau, halt irgendwie solche Sachen, Cousin. Heb ab, Cousin. Oha, Digga. Ich heb ab. Geil, ne? Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Ich bin ja ganz hinten alleine. Bin schon lange nicht geboren. Wo sitzt du denn? Ah, unten ist noch ein Flugzeug. Ganz hinten auf so eine Scheißfresse vor mir, Alter. Olaf, soll ich dir noch was sagen? Mit dem Ding kann uns kein Helikopter der Welt einholen, Kugel. Bruder, das ist Mashallah. Wo seid ihr, Mann? Ich bin da. Und da nochmal ein dickes Dank an Sosa. Bruder, danke, Sosa, Kugel. Was hat das dann gekostet, das Ding? Flieg mal zurück. Nein, wir fliegen nicht zurück. Wenn Rick zu spät kommt, hat er Pech gehabt. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Spritztour. Der ist aus dem Knast raus, der Arme. Ja, okay, dann. Sag ihm, er soll uns Handy Chance kriegen. Was hat denn das Ding gekostet? 3 Millionen Kubik. Dann gibt's noch ein Gold, der kostet 3,5 Millionen. Oha, Bruder, das bringt uns richtig weit, ne? Ja, ja, ich hab mir auch extra eine Fluglizenz aus Kubik. Hast du? Digga, damit können wir, flüchten und so. Aber wie schwierig ist das Ding zu landen? Ich kann es halt, weißt du, musst wissen, ich hab damals das Ding hier, also die ganzen Welten, nur besorgt, um zu fliegen und zu fahren, Cousin. Ja, ja, aber das weiß ich, Cousin, dass du ein guter Pilot mit 7 bist, das weiß ich. Aber ich meine, wie kannst du das Ding landen, also in welcher Umgebung? Also ja, muss das eine große... Ja, alles klar. Mhm. Warte mal ganz kurz. Oder komm, Sandy Shores Flugplatz. Und wenn dir die Bruderschaft nicht gefällt, dann kannst du auch wieder rausgehen. Als wenn die ganze Welt auf dich wartet, Digga. Du bist der Jüngste, du musst als Erster da sein. kannst du auf einer normalen Straße landen? Nee, ne? Ja, ich kann ja auch. Kann ich schon, du musst halt. Wie bitte? Die Straße muss halt lang genug sein, Cousin. Aber du könntest auf der Autobahn damit landen. Ja, natürlich. Da beim Anwesen? Oh ja, wenn die nicht so wellig ist, Cousin. Guck mal, West Highway, ob du da landen kannst, vor unserem Anwesen mäßig, weißt ja, du? Ja, probier mal. Warte, ich markiere mal eben. Jetzt schon? Oder sollen wir erst Rick abholen, Cousin? Nee, jetzt. Machen wir Markierung weg, einer? Moment, ist weg. Mach mal dahin, flieg mal. Chat, ich hab schon mal gesagt, Rick und ich, also in die. Hier oder wir in, fragen nach einem Fluglandeplatz, was hier uns hier in GTA. Digga, übernimm ist man ein bisschen anders als in-game, Digga. Rick ist der kleine Dulli in dem Spiel, der noch nicht mal eine Frau geküsst hat. Er ist der kleine Bruder von uns allen. Und er ist erst derjenige, der am meisten von uns zum Mann werden will. Ja, dann nach Malta. Oh. Sieht schon eng aus, Alter. Ey, aber guck mal, aber die hier noch. Ey, Jungs, guck mal, alle die hier noch. Guck mal. Olaf, guck mal. Du Wichser.
Ist das hier unten unser Anwesen, Cousin? Nein, nein. Eins weiter, gell? Eins weiter, ja, ja. Das große Ding jetzt vor uns. Das große Ding jetzt direkt vor uns. Bruder, du wirst. Ich land mit Fallschirm. Na, ich hab keinen Fallschirm, Bruder. Niemals. Ey, Cousin, ja, das werden wir niemals schaffen, da zu landen. Oder? Nein, niemals. Sag niemals nie, Cousin. Auf der Autobahn oder auf dem Dach? Andere Seite ist unser Anwesen. Stimmbänder einmal fixen. Doch, ich glaube, man könnte sogar landen. Ja, oder am Strand landen. Glaubst du, du kannst am Strand landen? Nein. Ja, aber starten wird wieder schwer, weißt du? Nein, Bruder, nein, ey. Ich könnte hier rechts. Nein, das ist ein bisschen zu kurz. Kannst du nicht, nur auf Asphalt, Bruder. Ja, Straße geht schon, aber da sind halt diese Brücken, Cousin. Ja, das bringt uns nichts, auf der Straße zu landen. Da ist Verkehr, Digga, das ist auch die Strecke Richtung Lost. Wir können nicht unseren Privatjet die ganze Zeit da... Die Landebahn hier vorne wäre eigentlich nicht schlecht, Digga, aber die ist zu schmal, ne? Ja, viel zu schmal. Wir bräuchten theoretisch gesehen, da müssen wir nochmal nach einer Bauerlaubnis fragen, eine Landebahn noch an unserem Anwesen. Das wäre geil, Digga. Ja, die wäre schon sehr krass, wäre echt krass gewesen. Ja, ja. Oder am Wasser eine Landebahn. Ja, ich meine, ins Wasser rein, langer Steg. Langer Steg ins Wasser rein. Also hinter uns ist hier schon ein Steg, vielleicht könnte man den erweitern, weißt du? Ja, oder den vielleicht versetzen auf unser Anwesen. Der ist aber zu schmal, Bruder. Ja, 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 natürlich, der müsste noch breiter gemacht werden. Der müsste halt mal fragen. Hatte liegt nicht so eine Wasserlandeflugzeug? Ja, aber passen, mit dem kannst du sowieso überall landen, Bruder, auf dem Wasser. Ah. Also das Ding ist geil. Das Ding ist sehr, sehr geil, aber es würde immer zur Folge haben, dass wir, wenn wir von A nach B schnell müssen, wäre es perfekt. Aber wir müssten immer mit dem Fallschirm raus wahrscheinlich, weil mit dem Ding zu landen ist halt relativ schwierig, weil halt es ist halt einfach riesig. Es ist richtig geil und ich finde es mega, also es wird eine maximale Aufwertung für uns sein. Wir brauchen halt immer dann einen Fallschirm, denke ich mal, ne? Ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir sozusagen, dass wir das von der TOS bestätigt bekommen, dass wir kostenlose Fallschirme immer kriegen. Also, dass es so einen Ort gibt, so einen roten Kreis und da kriegen wir kostenlose Fallschirme. Wie mit den Schusswesten bei den Platz. Ja, genau. Ja, ich verstehe und fühle, was du meinst. Wir könnten theoretisch auch den Flugzeugträger zu uns holen, weißt du, wie ich meine? Aber der muss breiter. Also, für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, zeig mal her. Alter Cousin, Bruder. Aha. Bruder Cousin, der allerbeste Bruder. Ja, doch, wir waren Bruder, diesmal zu schnell. Normalerweise landen bei uns. Landen schon, aber ich glaube, von der Breite wird es schwierig. Wir können es gerne ausprobieren. Nein. Passt, Bruder. Ja, okay, Cousin, dann versuch da jetzt zu landen. Wo? Bei uns vom Anwesen. Auch damit bei uns. Auf unserem Anwesen. Ja. Auf der Autobahn. Oder auf dem Dach. Fahr mal hier auf die Straße. Passt auf 100% passt das, Bruder. Ja, das wird hier schon passen, aber das Ding ist, ich zeige euch das kurz, Moment. Einfach Rückwärtsgang. Ja. Guck mal, ich brauche halt so eine gewisse so einen gewissen Weg, damit wir genug Schub haben zum Hochkommen, weißt du, Cousin? Ja, ja, ja. Das gleiche ist doch mit dem Landen, das ist das schwere, Cousin. Ach, das passt schon, machst das schon. Jungs, ganz kurz, wo wir hier noch nicht mit allem ansitzen, aber mit vielen. Der Fraktionsantrag sieht sehr positiv aus. Ist in den letzten Atemzügen. Das, was wir vorhin, im WA-Funk ausgearbeitet haben oder ausarbeiten lassen, wurde soweit weitergeleitet und sieht alles positiv aus. Bis jetzt. Ja, sehr nice. Auf jeden Fall, sehr gut. Ich habe eine Idee, Cousin. Ausgearbeitet hat es dann jemand, mit der eine GoPro anhatte. Echt jetzt? Ja, haben wir doch im WA-Funk geschrieben.
Das hat einfach jemand, der bei uns eine GoPro anhat, hat sich einfach gesagt, die sind sowieso Fettsäcke und zu faul. Und er hat das einfach... Wen hat er das geschickt? Dir? Nein, ja. ich glaube Heris oder so, ich weiß nicht. Irgendjemand, wir kennen den nicht. Mir hat er geschickt. Dir? Ja. Geil, Digga. Also er wollte es mir auch schicken, ich habe gesagt, schick den Jungs, ich habe von sonst keine Ahnung. Dann hat der, glaube ich, euch angeschickt. Beste Leben, Bruder. Ey, aber geil, geil. Warte, habt ihr alle einen Fallschirm, Cousin? Nein. Aber ich sag, ich hab einen Fallschirm. Ich weiß nicht mal, wie man einen Fallschirm benutzt, Alter. Dann einer soll rausspringen und... Wenn die kommt. Ich hab Schiss, Digga, ich hab Höhen. Nee, ich hab keinen... warte mal, hab ich einen Fallschirm? Ich flieg. Nee, ich hab keinen. Ich bin ein guter Flieger, Mann. Entspann dich. Wo soll ich landen? Nein, du landest nirgends und Cousin soll landen. Cousin, du landest. Ja, ich sag dir, wo du landest. Nach dem Kleidungsladen, wenn du ein bisschen links fährst, dann auf der Geraden. Nee, dann machen wir alle zusammen. Entweder gehen wir zusammen. Nein, wir bleiben alle geschlossen drinnen sitzen. Punkt. Lande mal von der anderen Seite, ist glaube ich besser. Ah, da ist eine Brücke, da ist eine, ja. Von der anderen Seite hier runter, so, weißt du? Können wir die Brücke unten sehen, Cousin? Ja. Ja, ich sehe die. Ja, das müsste gehen, Bruder, 100%. Am Strand wird es aber nicht funktionieren, seid ihr sicher? Hier vor der Brücke landen. Einmal umdrehen und dann vor der ersten Brücke landen. Jungs, am Strand wird es nicht funktionieren, oder was? Nein, sehe nicht. Aber woher wisst ihr das? Könnte funktionieren, aber dann ist das Risiko zu hoch, dass es irgendwie... Nein, Bruder, Strand dass da irgendwas ist und dass wir raufgehen. Strand ist Sandweg, Bruder. Da kannst du doch nicht landen, Bruder, mit 200 Tonnen Flugzeug. Also Cousin, Digga, du bist der beste Pilot aller Zeiten. Ich sag's dir so, wie es ist. Da kauft ihr auf jeden Fall bei der Apotheke ein Emoikal-Lolli. Beste gewesen. Bruder, auf jeden Fall. Auch die kleinen Lutschi-Bonbons waren beste, Digga. Aber die nur mit Zucker, nicht die zuckerfreien. Ja, diese Traubenzucker-Dinger. Nein, Emoikal, du... Ja, Digga, scheiß auf dich, Digga. Du weißt auch nicht mal, wer Jimi Hendrix ist. Scheiß auf dich. Hier links, Bruder. Ja, scheiß du, also Junge, du weißt nicht, wer der Weekend ist, Alter. Bruder, ich kenne nur ein Weekend. Konzentrier dich. So, komm. Ich bin falsch angeflogen, ich bin falsch. Ja, du hast falsch gemacht, Bruder. Du musstest schon vorher. Kannst auch hier eigentlich. Hier ist auch nicht so verkehrt. Ah ja, hier ist viel besser, warte. Von der Seite willst du? Ne, von der anderen Seite. Dreh einmal um nochmal. Boah, das Anwesen ist hier aber auch Maschallah, Digga. Ja, das hier unten, das ist echt krass. Wem gehört denn das? Oha. Das ist neu. Das war vorher nicht da. Kunde. Boah, hier sind ja 3-4 dicke Anwesen am Stück, Alter. Habt ihr die gesehen? 3 hintereinander, Digga. Das ist von Bitcoin. Hier rechts ist von Bitcoin. Stimmt, ja. Das ganz große? Oder welches meinst du jetzt? Das Weinfeld. Hier links, da links ist das Weinfeld. Das links oben meinst du? Ja, ist klar. Aber hier unten jetzt, unter uns, rechts. Das gab's auch schon, Bruder. Oha, Bruder, mach nicht so, mir wird ganz schlecht. Oh. Das links, das Anwesen jetzt von uns gesehen, links. Boah, das ist echt heftig. Ja, Mann. Das okay, Cousin, krass. Ey. Das links ist neu, glaube ich. Ja, meine ich ja. Dann könnte man ja nochmal abfahren. Cousin, du bist der Allerbeste. Denk an den Lolli. Oha. Bester Mann, Digga. Das wird was, das sehe ich jetzt schon. Ja, hab ich schon gesagt, das wird funktionieren. Bruder! Oh ja! Fahr weiter. Oh ja, weiter, wir haben es. Bruder, bester Mann, Cousin. Guck mal, was ein guter Flieger. Jetzt kommt ein Auto mit 300 km/h, da sehe ich uns. Also das heißt, theoretisch gesehen, hier ist ja unser Anwesen. Theoretisch gesehen können wir hier landen, ja. Ja, da hast du recht, das ist sogar sehr gut, Cousin. Und das Flugzeug könnten wir ja auch hinter uns einparken an dem Flughafen, ne? Das ist ja nicht so weit weg, der Flughafen. Wir könnten Herr Toast fragen, weil wir haben ja so wie Tanja eine Villa mit ihm, weißt du, vielleicht so als Pluspunkt, dass wir bei der Militärbasis eine Erlaubnis haben zum Landen, Cousin. Ist ja direkt hier, Cousin. Ach, das ist die Militärbasis gewesen? Nein, die ist ganz woanders. Militärbasis ist woanders. Nein, die ist direkt hier daneben, Cousin. Links, oder? Ich meine, das ist was anderes hinter als das, uns, was Olaf meint. Lass uns doch jetzt zurück zum Flughafen, wo wir hergekommen sind und inshallah steht da noch unsere Autos und dann fahren wir hier die Strecke nochmal ab und gucken uns auch die anderen 2-3 Anwesen an. Vielleicht ist das ja eins sogar noch besser. Okay. Okay, hört sich das gut an für euch Jungs oder ist es zu unactionreich? Nein, hört sich gut an. Hört sich gut an, Cousin. Ey, was machst du? Bruder? Oh.
Spann nicht mal. Bruder, ich will mal. Ich liebe mein Leben, weißt du, wie ich meine? Ich geh mal durch Funk. Yo, Rick, wir fliegen jetzt zurück zum Flughafen. Oh mein Gott! Und wollen uns da noch mal ein paar Immobilien angucken. Komm da hin, wenn du möchtest. Ja, mir ist schon kalt. Ich warte hier schon die ganze Zeit, Mann. Stehen unsere Autos da noch? Na klar, ich passe hier auf, Mann. Bester Mann, Bruder. Der Lambo kommt immer näher. So, Cousin Airlines befindet sich im Landeflug, Cousin. Wir werden auf Landebahn 2 landen. Und ich will euch alle klatschen hören, wenn ich mit bin, Cousin. Ja. War nicht in unsere Autos leihen. Sehr gut, sehr gut. Jawohl. Jawohl. Ja. Jawohl, Ski. Bester Mann, Bruder. Also, verdammt, Alter. Cousin ist also der beste Pilot, den ich jemals gesehen habe bis jetzt in der Stadt hier. Danke, Bruder. Ist auch nicht schwer, wenn du nur dir selber gesehen hast, wie du fliegst. Halt die Schnauze, du Arschloch, Alter. Wie redest du mit deinem Abi? Ich pack mal ein jetzt. Der Abi kann nicht mal fliegen, Alter. Der Abi muss auch nicht fliegen. Der Abi hat Leute, die fliegen. Ach so. Welches ist eigentlich besser? Die hier? Das ist die Spezialkarabiner. Oder die Bullet, bla bla bla. Ey Bruder, gib mal eine. Welche ist denn besser? Ich glaube, Herr Toast hat gesagt die Ballpappe, aber die Straße sagt die Dings. Spezialkarabiner. Streiten sich die Meinungen. Man hört dich über die ganze Stadt. Wer mich? Wer? Sosa. Okay. Was geht? Alles was Beine hat, Bruder. Komm, dann lass jetzt die Anwesen da mal abchecken. Ja, komm, lass fahren. Hallo, Rick Cousin. Ja, wir müssen mal kurz weg hier. Ja, komm her, Cousin. Was zu essen, Mann? Komm her. Ich hab. Komm her, Cousin. Das Anwesen eine markiert. Das Wallung kann. Wird das mit deiner Tür noch geregelt oder ist das so jetzt? Geregelt? Eigentlich. Wallung komme ich aber nicht rein. Die ist voll. Siehst du die Massenmarkierung, Olaf? Ich sehe die Markierung, ja. Okay, dann fahren wir dahin, das war das Anwesen nämlich. Jungs! Wir fahren jetzt erstmal die Strecke zu unserem eventuellen Anwesen und gucken uns die anderen Anwesen an. Ich versuche nochmal irgendwo das Fahrzeug hier zu reparieren und dann sehen wir uns gleich. Ja. Easy. Hier vorne kannst du reparieren direkt. Wo? Wenn du hier rausfährst einmal. Ey, den Lambo hier von Cousin, ich bin dabei, ne? Hast du das Geld, den. Cousin? Noch etwas. Wie bitte, Cousin? Mir fehlt noch etwas. Hier ist der Garage. Wie viel Geld hast du denn jetzt? 1,5. Okay, dann fehlen dir noch. Wie viel? Ja, du hast doch 2 Millionen gesagt, oder nicht? 2,5, Cousin. Okay, machen wir 2,5. Das ist 4 Millionen wert. Ich gebe dir für 2,5, weißt du? Ja, du wolltest Mujo für 2 Millionen geben. Nein, ich wollte Mujo für... Nein, Mujo hat 2 Millionen geboten, Cousin. Er wollte einfach nur, dass ich Geld habe. Weißt du, wie ich meine, Cousin? Warum willst du das Auto denn verkaufen, gemeint, Cousin? Er will das. Bitte, Cousin. Warum willst du das Auto denn verkaufen? Ich mag das Auto nicht so, Cousin. Also ich hätte einen Bruder die Karre umsonst gegeben. Nein, auf keinen Fall. Wenn, dann gebe ich ihm das Geld. Ey, soll ich dir was sagen, Cousin? Ja. Tito, ich habe auch am Anfang so gedacht, aber wenn du mal so denkst. Das Geld ist sowieso von Morty, deshalb ich verkaufe das Auto an Morty und nicht an Rick. Was für Junge, ich habe 1,5 Millionen, was für an Morty. Und Bruder, woher hast du dran? Ich sag dir auch so, Rick ist der Letzte, der ein Auto für umsonst bekommt. Er hat uns angebettelt, dass er Geld haben will und hatte selber noch dick Scheine stecken.
Nein, ich wollte von Sosa. Ich würde sagen Bloodout, Bruder. Ja, ich fühl schon, ja. Ich wollte von Sosa 100.000, er hatte nur noch 500. Geld vor uns gezogen, Bruder. Das ist ja, ist so. Ich hab's von Sosa genommen, Mann. Ey, was hat das mit euch zu tun? Ja, dass du einen Bruder verarscht hast. Jetzt ziehst du noch eigene Brüder ab, Bruder. Das war doch vor der ganzen Sache, Alter. Warte, Digga, ja, okay, weißt du. Ach, scheiß doch, okay. Okay, okay. Digga, das wird nicht mal unser Freund mit uns machen. Ja, Chito. Genau. Chito hat recht. Ich hab 100.000 genommen, okay. Halbe Million hast du ihn gefragt, Digga. Verarsch mich doch nicht. Ach so, heute. Und was ist denn mit Morten? Den kennst du auch. Morten hat dir 4 Millionen geschenkt. Morty. Morty ist mein Neffe, Mann. Ja, ja, ja. Du lässt dir von Morty 4, 5 Millionen geben, obwohl du selber 2 Millionen hast. Bist du bekifft? Ey, Cousin, seid ihr alle im Funk? Kommt mal in den Funk, weil manchmal funken da irgendwelche Leute durch von uns. Ey, Rick, Cousin, bist du bekifft? Morty ist doch nicht dein Neffe, ey. Er ist dein Enkel, Cousin. Enkel, meine ich. Morty, Rick ist wieder besoffen. Ich tank mal ganz kurz, Jungs. Olaf? Ja? Nein. Schwarzen Chat mehr oder den goldenen Chat mehr, Cousin? Was? Feierst du den schwarzen Chat oder den goldenen Chat mehr, Cousin? Das ist mir scheißegal. Wir sind kurz tanken, dann komm ich zum Anwesen. Warum kann ich hier nicht tanken, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Die Zapfsäule ist außer Betrieb, Digga. Rick, steig mal aus. Ah, stimmt. Sorry. Ist bei mir. Ja, geht. Alles gut, alles gut. Soll ich tanken? Dafür habe ich noch die übrig. Er will uns sogar noch verarschen, Bruder. Ja, ja, weißt du was, okay, Chito übertreibt mal wieder die komplette Lage. Digga. Olaf? Ja. Aber wir haben vorher einen Überfall, Chito, hör doch zu, Cousin. Lass wieder einsteigen, komm. Wir haben vorher einen Überfall gemacht, Cousin. Ja, war voll gut, Digga, war voll gut. Ich war im Gefängnis. Ja, ja. Eine Stunde. Die Bewähler. Die Polizisten kamen wieder den Forderungen 1a mit. Danke, dass du das. Also auf jeden Fall, die Bewähler hatten die Schießerei mit dem Platz. Wir waren dann beim Überfall machen, wir wollten, ja, immer noch sogar teilweise, wir wollten dann einen Überfall machen beim Staatsbank, haben das gemacht. Und wir wollten uns in der Staatsbank verstecken, Cousin. Dann, wir warten so einfach, die Bewähler sind nicht gekommen. Stimmt. Und dann sind wir ohne das, mit dem Geld und ohne irgendeine Strafe einfach abgehauen, Cousin. Sosa, wer ist alles vor unserem Anwesen? Seid ihr alle da? Ja, wir sind schon am Anwesen. Guck, hier rechts ist einmal eins und ganz oben ist nochmal eins. Lass erst die Jungs abholen. Ja, ja, okay. Ja, lass erst die Jungs abholen. Dann fahren wir zusammen, weißt du? Sag mal kurz durch Funk, dass wir von der anderen Seite kommen. Wie lange braucht ihr noch? Wir sind jetzt, wir kommen vom Norden, oder? Andere Seite kommen wir runter. Es gibt auch noch ein sehr schönes Anwesen bei der Sekunde da. Ich hab genau die Hausnummer 75. Passt doch perfekt. So, steigt ein in die Autos. Steigt ein in die Autos und fahrt uns hinterher, Bruder. Disco, komm rein. Komm her, komm her. So, jetzt fahr einfach geradeaus, Olaf. Gleich. Ja, ja. Was geht, du Muschi? Das Ding ist, wenn wir uns ein anderes Anwesen nehmen, Cousin, haben wir halt nicht das hier mit dem Jet, wie ich meine. Wir sind West Highway, wir gucken uns ein paar neue Anwesen an. Also auf doof einfach nur so. Kommst du? Wir sind am Anwesen. Ich schau mal kurz vorbei, ja. Okay, okay, warte noch. Jungs, so, jetzt. Isco, willst du den nach oben lackieren oder lässt du den so? Ich war heute schon, aber irgendwie komischerweise, es fahren so viele lilane Fahrzeuge, schaut da hinten jetzt auch der vorbeigefahrenen ist. Ja, da können wir erstmal nichts machen. Ja, ich war kurz davor, lila zu lackieren, aber mir ist echt aufgefallen, es fahren so viele lilane Fahrzeuge. Ja, ich hab's mir
gemerkt, dass aktuell sehr viele lilane Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, und das hat so, wenn wir, also... ey, wenn wir erstmal unsere Fraktion haben, dann werden erstmal die Hunde, die hier in lila Autos machen, werden erstmal hier. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann mache ich werden gebracht. Oh, das ist sehr schön zu hören. Ich bin kurz, solange Marcel noch nicht da ist, gehe ich mal kurz in den Kopf. Ich höre euch, okay, aber, ne? Ich auch. Um nochmal kurz auf den Punkt einzugehen mit Vikings. Also bitte nicht spoilern. Wer spoilert, wird permanent gebannt bei mir. Ich habe 3 Folgen geguckt, Vikings, und muss sagen, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Und gefällt mir sehr gut bis jetzt. Ich bin Cousin, hast du meine Nummer nicht eingespeichert, Cousin? Und es ist auch richtig geil, Digga, dass okay, so, das obwohl man die Serie nicht kennt, also die Charaktere und so, ist es halt geil. Der Hauptcharakter, wie heißt er nochmal, Ragnar oder so, hat die Stimme von Jax Teller von Sons of Anarchy und sieht ihm auch gefühlt, sehen die sich übelst gleich aus. Sein Abi, weiß nicht mehr wie der heißt, sein Chef hat die Stimme von Soul, von Mike von Breaking Bad. Also Helikopter, ich sag einfach Helikopter, da hast du gesehen. Ich dachte, es heißt Jet. Und was machst du so? Wie geht's, Cousin? Die läuft. Wir warten jetzt noch auf... Ich sag dir das im Vertrauen, okay, Cousin? Oha! Baba-mäßiger Track, Digga. Wie heißt der? Moin Moin, Salam Aleikum, Digga. Salam, Salam, Bruder. Der Song heißt Spende, Digga. Spende? Spenden. Wer ist das? Wie geht's euch? Moin. Alles gut. Alles Beste. Wie geht's dir? Alles Bitte was? Ja, alles gut. Nur um dich ganz kurz abzudaten. Cousin hat mit Soße zusammen einen riesen Jet gekauft, wo wir uns alle reinsetzen können. Okay. Und wir sind durch die Luft geflogen. Und Cousin, bester Pilot, kann hier sogar auf der Straße landen. Oha, Digga. Ja, aber oha. Beim Fliegen haben wir gesehen, dass in die Richtung Straße hoch noch 2 oder 3 fette Anwesen neu gebaut worden sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Typ gewesen, der heißt Simon Unge. Der hat hier einige Villen in der Gegend gebaut. Ach so, ja, das ist ein kleiner Wichser, Digga. Zeit, ja. Keine Steuern, verstehst du? Nee, lass mal kurz hochkommen. Kein Wunder, dass ich das alles leisten kann, Digga. Der kleine Hund, Digga, lass ihn die abziehen, komm. Ja, lass geschlossen hinfahren einfach, komm. Ja, mach. Cousin, steig ein. Oh, mach die Türen zu. Steig ein, Cousin. So, alle hintereinander. Einer fährt einzeln. Wo ist denn das erste? Von meinem Rechtshof, hier Rechtshof. Okay, reingestellt. Ja. Bruder, also das müssen sie nochmal ändern, Digga. Das ist, Bruder, guck dir von vorne einfach kaputt an, ja. Was denn, Eier? Das hab ich letztens gemeint, Olaf. Nee, das kann nicht sein, Digga, dass die so schnell immer kurz vor technischen K.O. sind. Oh Mann. Ja, ich versuch da auf jeden Fall den unter den Arm zu greifen. Fahr weiter. Hier ist doch das Anwesen. Nein, weiter. Ja, was ist hier? Nein, das ist hier drüber. Einer drüber, oder? Ach, wollen wir uns das hier nicht angucken? Links. Wir wollen uns beide anschauen. Ja, können wir beide. Wir können uns ja erstmal das angucken. Nein, hier. Jungs, unten ist die Garage. Das ist kein Anwesen. Hier ist das Anwesen. Oha, so ist das. Oha, ist ja sogar auf. Nicht, dass hier jemand wohnt. Aber sehr leicht angreifbar. Ey, der macht kann einfach einen Depp. Sagen. Guck mal, der macht einfach Depp hier der vorne. Der macht einen Depp. Oha, Bruder. Seit wann gibt es denn dieses Gebäude hier? Allein wegen dem hier eigentlich schon nicht. Fix mal deine wegen Dings bitte, deine Stimmbänder. Boah, die haben so eine Garage, aber unsere Garage ist viel besser. Da sehe ich mein Bild, Bruder. Oha, Digga. Ey. Big Soße gefällt das. Ist das Tumpa? Ja. Auf den hat Soße mir ein Vertrauen erzählt. Warte mal. Auf den hat er sich schon ein paar Mal einen runtergeholt. Sag mal, wer ist das? Das ist der deine Mutter Doggy gefickt hat, der nennt sich Drake. Wichser. Ey! Jungs, ich hab gedacht, dass er seine Schwester gefickt hat. Kennst du einen Song von ihm? Ja, natürlich, Digga. Ich hab damals immer ein Beat von dem benutzt. Was laberst du, Alter? Ja, wo soll ich das wissen, Alter? Ja, Bruder, du kennst nicht mal Lenny Kravitz, kennst Alter. Ja, hey, wir nehmen das Anwesen nicht. Da steht Gulasch, Digga. Gulasch? Und Toast. Nee, Digga. Jetzt nehme ich das nicht.
Dann gehört das jemandem hier, oder? Glaubt ihr? Da ich waren aber keine Schlösser dran. Was gehört dem Medics? Ey, wer hat geschossen? Wir. Ich habe auf Gulasch geschossen. Du warst direkt rein. Ey, draußen ist Whirlpool Land. Aber irgendwie eng alles. Ja, zu klein hier. Boah, Whirlpool schaut echt nice aus. Ui. Aber Jungs, ihr müsst euch bedenken, hier ist sehr leicht angreifbar, ne? Von jeder Seite aus dem Bergen kann man hier leicht angreifen. Das stimmt. Also hier ist sehr, sehr kritisch zum Verteidigen. Wie der da sitzt. Halt die Fresse! Du Arschloch. Kann man sich aber gut verstecken, als ob der so alleine wäre, man. Wenigstens habe ich schon mal jemanden geküsst, Digga, und zwar weibliche Person. Hier, wo hast du denn hier jemanden geküsst, Alter? Was soll die Scheiße? Frag doch mal deine Schwester, Digga. Ja, was soll ich Scheiße, Mann? Patrick, eine Schwester? Ey, warum wird das Wasser warm? Leg, hast du in den. Er hat ins Wasser gelegt. Ja, aber. Und wen gehört jetzt diese Villa, Digga? Du hast irgendwas von dem Unge gemeint, oder was soll das? Weiß ich nicht, keine Ahnung, Digga, ob das sein ist, aber also ich sag dir ehrlich, das Anwesen. Ah! Kannst von überall gefickt werden, viel zu offen nehmen. Dieses Anwesen als unser Zweitanwesen benutzen. Ja, wahrscheinlich. Wenn du willst, hol doch die ganze Stadt, Digga. Okay, dann können wir das als Rückzugsort benutzen. Ja, was ist da, Jungs, was ist da mit dem Anwesen in die Richtung, da oben? Der ist viel kleiner, Bruder. Der ist genauso klein, aber wir können einmal hin. Kostet ja nichts, komm. Ja, komm. Da kann man gar nicht rein. Da kann man rein. Nein, doch. Kostet ja nichts. Normalerweise müsste man rein. Der hat einfach keine Front mehr, Land. Disco, wie rennst du, Digga? So, ich markiere einmal. Fehlt nicht noch einer? Ne, alle da, ne? Qualmt. Einmal hier hochfahren. Ey, das. Links. Ey, Bruder, ich sehe das Anwesen. Achso, ja, sorry. Er macht richtig einen Fahrschullehrer, Digga. Doch, hier kann man eigentlich rein, hier links. Ah, ja. Doch, jetzt auf einmal. Okay, jetzt sieht man es auf einmal. Aber das gehört jemand anderen, glaube ich. Ist so. Das Anwesen gehört jemand. Das gehört den Chinesen. Japanische Botschaft oder so. Ja, japanische Botschaft, Digga. Raus dann. Jungs, raus. Wir sind Dingens, ne? Wollen wir nicht gucken? Ja, da ist ein Schloss, da kann man gar nicht rein. Das gehört den Japanern, Digga. Ich muss rein. Ja, wir können ja einmal rumgehen, wenn niemand da ist, Digga. Wir gucken ja nur, wir machen ja nichts. Oder die bringen uns direkt um, ne? Ja, das ist keine so gute Idee. Hey, gib mir eine Waffe. Nee, ist schon geschlossen hier alles. Lass lieber raus. Nee. Hallo, wollt ihr nicht reinkommen, Cousin? Nein, Cousin komm wieder raus. Das macht man nicht. Wenn das welche bei uns machen, wir müssen die sofort ficken. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Alle raus. Lass uns am Anwesen am besten. Erstmal, oder? Jungs, Cousin kommt nicht mehr raus, Alter. Was sollen wir machen? Warum kommt er nicht raus? Keine Ahnung, wie er reingekommen ist. Er kommt nicht mehr raus. Fahrt schon mal zu unserem Anwesen. Ich kümmere mich drum. Cousin! Ja, Cousin?
Kommst du nicht mehr? Oh! Geht doch! Oh nein! Geht denn, Cousin? Geht doch! Komm! Mann, dann ist die Tür noch zu, hä? Zieh deine Flossen aus! Bei mir ist die Tür geschlossen, wie, hä? Cousin, zieh deine Flossen aus! Okay, und jetzt? Rick, geh doch mal weg! Komm, komm, Cousin! Aber wie denn die Tür zu? Die Tür ist zu? Bei mir nicht. Versuch einfach, wenn du vor der Tür stehst, links so raus. Geht nicht gut. Warte. Ah, jetzt sind wir beide zu. Nein, ich komm mal wieder raus, Digga. Warte, bleib mal kurz stehen. Warte mal. Wir haben hier hinten eine Spielung. Ja, warte. Wieso kann ich die nicht tragen? Du musst mir Kabelbinde anlegen, Cousin. Für unser Anwesen. Warte. So. Ah. Jungs, steigt ein. Also wenn du willst, kannst du mich auch loslassen, Cousin. Ja. So. Danke, Sinn. Warte. Wie kann ich dich jetzt loslassen? Du musst erst absetzen und dann Kabelbinder abnehmen. Tut mir leid. Ey, Olaf, kann einfach nichts machen. Er ist doch erst 7, kannst ihn auf dem Schoß nehmen einfach. So, Cousin, steh auf, bitte. Kabelbinder. Ja, entspannen Sie sich. So. Jalla! Zieh mal deine Schuhe an, ne? Bevor du krank wirst, Alter, und uns in die Ohren rumheult. Okay. Also ich würde jetzt gerne gleich nochmal mit euch checken, bei unserem Anwesen, der beste Raum, der beste Raum, wo man... Zum Bumsen? Nein. Der beste Raum zum Bumsen, Digga, den kenne ich schon. Der beste Raum, um sich zu barrikadieren, weil gestern im Musikraum, Digga, habe ich mir sagen lassen, war nicht so geil. Also habe ich von einigen Bundeswehrlern gehört. Das Ding ist allgemein. Ne, sich zu barrikadieren ist immer so eine Sache, Bruder. Ja, weil aber als Verteidiger bist du immer am Arsch. Da hast du recht, aber ich habe schon das eine oder andere Mal mich auch barrikadiert und definitiv gibt es da bessere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mich zurückdenke bei den Blattsteiger, ich weiß es noch, ich war ja dabei, bei den Blattsteiger, die Bundeswehr hat aufgegeben. Die Bundeswehr hat aufgegeben, ja, Digga. Ja, gucken mal. Weißt du, das war geisteskrank, Digga. Ach stimmt, damals. Ja, und damit sie ein bisschen schärfer ausschauen, Digga. Ich sorge ja auch für... Lass mal erst auf die anderen warten. So sei es im Kopf, im Auto. Ja. Ich. Jungs, kommt alle ins Anwesen. Bleibt nicht draußen stehen. Olaf. Jo. Man kann hier, soweit ich weiß, noch eine dritte Etage hinbauen, ne? Mhm. Interessant, ja. Habe ich auch schon mal gesehen. Jo, wo steckt ihr alle? Dass du dann in der Wohnung noch eine Treppe hast, die hoch. Wir sind drinnen schon. Ja, ich weiß, was du meinst.
Also ich sag dir ehrlich, Digga, hier ist kein Raum geil zum Barrikadieren. Weißt du, was wir machen könnten? Was denn? Wir könnten die dritte Etage bauen, dann gibt's nur einen Eingang hoch und zwar die Treppe und dann könnten wir zum Beispiel die Treppe... Wir könnten oben eine Disco raufbauen lassen. Wir könnten oben eine Disco raufbauen lassen und einen Tresen und alles ohne Scheiben. Ja, wie gesagt, also wenn man die dritte Etage bauen könnte, dann hätten wir einen Ort, wo wir halt ne, besser geschützt sind, sag ich mal. Ja, weil lass mal, komm mal kurz mit, Brudi. Ich glaube, deswegen haben auch sehr viele dritte Etage, ne? Warte mal, wo war denn das? Warte mal. Jungs, wo seid ihr hin? Ah, da. Wir sind gerade im Wohnzimmer. Also die beste Möglichkeit, um sich zu barrikadieren hier in dem Haus, ist McDonald's. Wo ist McDonald's? Oh mein Gott, hier ist McDonald's. Ja. Jungs, ihr sagt Wohnzimmer. Hier. Wir sind in McDonald's drin, Marcel. Ey, schau mal, ob du mein Zimmer kannst, Kollege. Hier. Ja, Cousin, kann ich. Guck mal bei mir bitte. Ich mach mir mal meine Burger klar, du Wichser. Guck mal bei mir, ob man meinen Kopf sieht. Ja, ganz leicht. Ich hab noch drei Burger. Ich könnte dich ganz easy abkleiden, wenn du sagst, jüngstes. Dann müssten wir den theoretisch gesehen noch ein bisschen höher setzen lassen. Ach so, so mit Architekt meinst du das? Ja, genau, richtig. Ja, ist doch kein Problem, die Arbeitsplatte hochzusetzen für 5 cm, wenn wir das beim Architekten beantragen. Das soll doch kein Problem sein. Kein Problem, Digga. Ich stecke den Profi zu und dann sollte das schon machen. Sag mal, ein Kollege von mir meinte, dass es jetzt auch Tränengas in der Stadt gibt. Stimmt das oder ist das immer nur Blablabla von der Bundeswehr? Das ist nur Blablabla, Digga. Okay. Hab ich auch noch nicht gehört. Nee, ich auch nicht, aber ja. Also das ist bis jetzt der beste Raum, aber Jo. Sosa, aber Granaten wäre schlimm. Sosa. Wir könnten mit ganz schön viel Schweinefleisch. Wir könnten ja oben noch ein drittes Stockwerk eventuell raufbauen lassen, ne? Ein Stockwerk, was komplett ohne Fenster ist. Sosa. Kannst dich noch dran erinnern, Digga, als wir mal mit dem Platz bei, ich weiß gar nicht bei wem das war, bei der Mafia waren und oben den Disco-Raum für uns entdeckt haben? Ja. So einen Disco-Raum könnte man ja auf unauffällig genehmigen für oben. Da gibt es aber nur einen Eingang und ein großer Tresen, der hoch genug ist, dass wir uns dahinter barrikadieren können, wo es nur einen Eingang gibt. Okay, ja. Okay. Und das willst du hier jetzt einbauen, oder was? Könnte man machen, ne? Ja, wenn du es hilfst. Oder so ein Bunker. Untergeschoss. Geht das? Da muss man halt abklären, ob auf dem Dach oder im Keller. Ich würde Keller am geilsten finden. Ja, das Ding ist, wenn wir oben sind, können wir leichte Beute aus den Bergen werden für Sniper und hast du nicht gesehen, ne? Und Helis und so. Also okay, Bunker im Keller wäre auch schon richtig nice. Ja. Zum Beispiel so ein Keller wie bei den LCN, so weißt du? Haben die einen Keller? Ja. Wir müssen mal mit dem Architekten reden. Theoretisch gesehen gibt es ganz viele Möglichkeiten. Je nachdem, was der Architekt machen kann. Geil wäre es auch, wenn es einen Untergrundbunker gibt, der raus an den Strand führt. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Da muss man mal mit dem Architekten reden, was planmäßig umsetzbar ist. Und was das alles kosten würde. Ja. Ja, okay, dann lass erstmal hier abhauen. Wir haben alles gesehen, oder? Ich denke mal schon, ja.
wie schaut's aus? Was habt ihr heute alles so gefahren, Digga? Habt ihr irgendwas geplant? Noch nichts. Nichts, okay. Wie immer spontan. Ach so. Ja. Ach so, ey, ganz kurz, kleine Randnotiz nochmal in die Runde hier. Ihr habt doch alle mein Muscle Car gesehen, den ich mir gekauft habe, ne? Ja, ja. Aktuell ist es noch so, und solange es hier niemand vom Staat IC mitbekommt, sollte es auch so bleiben. Aktuell ist das Ding unzerstörbar. Also. Ich glaube, ich weiß, wie man das zerstören kann, Cousin. Ja, mit einem Granatenwerfer vielleicht. Ah nein, ich weiß aus eigener Kraft, ich kann es dir später zeigen. Wie denn? Sag schon mal. Das ist schwer zu erklären in den Worten hier, weißt du, Ding? Okay. Ich weiß noch, bevor das andere ausnutzen, so, weißt du? Okay, aber aktuell ist es so, ich kann damit Fahrzeuge rammen, wie ich Lust habe, die fliegen weg, aber mein Fahrzeug nimmt keinen Schaden an. Und jetzt kommt noch das Wichtigste, die Reifen sind unzerstörbar. Nein! Doch, aber die Fenster sind zerstörbar. Die Fenster sind zerstörbar, aber auf Reifen schießen kann man nicht. Was? Mhm. Oder dann ist es eigentlich diese Verfolgungsjagd gesaved. Das Ding ist, eigentlich weiß, ist das verboten, ne? Ich weiß aber ne? nicht, ob... Dann hört auf doch wieder. Ja gut, aber ich habe ihn ja ab Werk so gekauft. Vom Autohändler. Ja, ich weiß, was du meinst, Bruder. Ich weiß, was du meinst. Aber normalerweise ist es... Muss man sowas dringend melden. So, weißt du schon? Okay. Wo ist eigentlich Mahmoud, Digga? Ist der nicht da, oder was? Noch nicht, glaube ich. Ich rufe den mal an, aber ich habe noch nichts gehört. Okay, ja, dann lassen wir es erstmal. Jo, lass mal kurz in die Stadt fahren. Mal schauen, ob es eine Action gibt, Digga. Ja, wir sind aber einer zu viel mal wieder, ne? Zwei zu viel. Marcel! Ich gehe heute wirklich früher schlafen. Jo. Okay, jo. Isco. Aktuell sieht es mit unserem Antrick sehr gut aus. Kleines Update nur. Was hast du nochmal? Idee. Unser Antrag für die Fraktion sieht sehr positiv aus. Okay, super, Digga. Nur als kleines Feedback in die Runde. Lass es wie gestern machen, Marcel. Wir machen Staatsbank und verstecken uns. Das war geil gestern. Was habt ihr gestern gemacht? Wir sind mit Kylo gestern, haben wir die Staatsbank ausgeraubt, Bruder. Mit Kylo? Ja. Aber ihr habt euch versteckt einfach, oder was? Ja. Und nicht gefunden. Und habt dann aber auch das Geld behalten können, oder was? Und durchgezogen. Ja, dann lass es doch machen. Oha, eine feine Mietze. Aber packt eure Waffen weg. Ja, das ist nur eine Pistole oder so, soll jemand dabei haben. Wer eine Pistole? Jo, ich nehme einen Revolver mit, alles entspannt. Ja, zum Starten, okay. Macht alles raus. Aua. Aber Bruder, ich hab kein Auto, wo soll ich meine so viele Leute verstecken um die Uhrzeit, das wird nicht so gut gehen, Digga, seit wie ist das? Doch. Meinst du? Kleine Side-Man, wer als erst gefunden wird. Jo, das sehe ich, Digga. Bruder. Ich hab kein Geld. Nein, nicht schießen. Ich hab kein Geld, Digga. Gestern verdient doch, du Arschloch. Sorry, Isco, ich wollte nur was gucken. Okay, dann lass zur Straße. Wo kann ich denn Essen kaufen? Hier kannst du noch gar nicht Essen kaufen. Hey, hier komm ich nicht raus, Digga. Na sicher. Oh, doch. Komm ich raus? Die war doch auf, Digga. Komisch. Hä, das war auf. Katze. Alle Jungs, wir brauchen ein Auto, wo wir unsere Waffen einlagern können. Und die Waffen lassen wir in den Garagen drin. Wir fahren nicht damit zur Startbahn. Oha, Isco, was hast du denn dann für einen flotten Schritt drauf? Ja. Oha, ist das jetzt bringe ich den Turbo ein. Oha, ich komme nicht hinterher, Isco, nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher, oh nein. Hey, Jungs. Jo, wir sehen uns in der Startbank, ja? Ja, wir müssen erstmal die Waffe einlagern, bei der Platzsucht. Ja, ich lagere Olaf hat doch so ein LKW. Ja, dann, okay, dann fahren wir zur Platzgarage. Wer will, soll seine Sachen da einlagern. Und der Rest wartet auf uns, bevor ihr wieder irgendeine Scheiße macht und alleine seid, Alter.
Lass mal auf bei deinem LKW diese Waffen einlagern kurz. Naja. Kein Problem. Sosa, wo fährt ihr jetzt hin, damit wir Bescheid wissen, wo ihr ungefähr überhaupt seid, falls was passiert? Wo ist Marcel hingefahren, Marcel? Ja, der ist mit Sosa unterwegs. Ich bin schon auf dem Weg zur Startbahn. Okay, alles klar. Was ist das überhaupt für ein Beat? Scheiß auf dich, du Wichser. Boah, ich hoffe, ich kann den Wagen jetzt einparken, Digga. Nee, geht nicht. Doch. Nee, geht nicht. Wieso? Ja, weil zu weil kaputt. Bruder, sag doch, dass du aussteigst. Ja, ja, alles gut. Hallo. Er ist fast gestorben, halt. Ja, Bruder, wusste nicht, tut mir leid. Aber die Blitzer nimmst du auch einfach mit, ja? Ja, scheiß auf die Blitzer, Digga. Steigt aus, Jungs. Jungs, wir müssen Waffen einlagern, kommt. Hey. Jungs, ich hab's auch schon gesagt. Ja. Hallo? Nicht so aggressiv. Ach so. Ich geh schlafen. Ja. Jo. Der Toni Trimmer ist hier, was geht ab? Wer bist du? Toni Trimmer. Willst du mal kämpfen um deine Millionen, Alter? Was geht, Halle? Nur moin, hi. Das ist so eine hässliche Maske auf, Digga. Was? Killermaske, was redest du denn? Also, sieht auf jeden Fall besser. Sieht besser aus als vorher. Ich schwöre, er sieht eins aus wie Freddy Fraulich von Lazy Town. Kennt ihr den? Nicht erschrecken. Oh nein, ich hab wieder Dorfo. Parkt eure Autos so, dass man sie nicht sieht bei der Stadt, Mann. Du bist, glaube ich, schon. Die sind noch beim Platzgarage. Jo, wer Waffen jetzt einlagern will, einmal hier zur Platzgarage. Einlagern, Waffen einlagern, Karabiner. Okay, meine ist drinne. Gut. Jungs, geh mal bitte. Warte, Jungs, gib Gas. Wir haben Wichtiges zu tun. Ey, ich kann meinen Punkt nicht. Ich bin schon da, Digga. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, die müssen Waffen einlagern. Jungs, macht einfach keinen Stress. Ja, entspannt euch. Schnauze ich, du Wichser! Nein, gar keinen. Selber Schnauze! Soße, hast du jetzt noch eine Waffe zum Einlagern oder nicht? Nein, immer noch nicht. Sonst wäre ich doch gekommen. Soße? Weil ich so los, Soße, du Arschloch, Digga. Okay, Olaf, du kannst den Wagen einpacken. Die Jungs haben alles irgendwo sich in den Arsch geschoben oder keine Ahnung, Digga. So, setzt euch jetzt in die Fahrzeuge, wir fahren sofort los. Reicht das ja, ne? Marcel, sollen wir Mopeds nehmen oder Autos nehmen? Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Komm. Keine Rolle, Digga. Hier geht es okay, darum, okay, okay, dass ihr euch versteckt. Und parkt eure Autos ein bisschen außerhalb, ja? So dass man die in der Nähe vom Schlafmann. Sehr kooperativ. 1,4 bekommen. 1,4, ich hab die Geisel einfach, im Endeffekt habe ich sie rauslaufen lassen. Beim Seitenausgang. Nackt komplett. Und während die Geisel rausgeschickt wurde. Rick und Cousin, besorgt euch mal ein Auto. Wir fahren schon mal vor, besorgt euch ein Auto und kommt zur Staatsbank. Wir haben keins. Ich hab mein Lambo hier. Okay. So, sag, fahr hinterher. Wir fahren schon mal vor. So, ich hol mir jetzt mein Motorrad raus, ja? Ja, komm direkt zur Staatsbank. Weißt du, wo die ist, die Staatsbank? Ja. Ja, ich komme. Krass, nicht mal ich weiß, wo die ist. Die ist, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, aber ich kenn grob den Weg, Bruder. Die ist ja, jetzt. Hoch, eine Weile weiter hoch. Ja, ich fahr gleich eine weiter hoch. Also ich sag dir ehrlich, Digga, nichts geht über ein schönes Motorrad vom Handling. Mhm. Aber halt, bis das Ding ist, wenn du einmal einen Unfall machst, kannst du leicht abkommen. Motorrad, da schließt es einfach ab. Hinten ist zwar noch eine Pump drin, aber ich schließe das Ding ab.
Jungs, tut mir mal einen Gefallen. Der erste, der reinkommt, der soll mich mal suchen. Ja. Okay, wir sind jetzt davor. Wir kommen rein. Übrigens, Mahmut ist wahr. Ja, er soll. Oh, scheiße, wir sind mal zu viele, ne? Ja, egal, dann mach's einfach so. Ja, egal, er soll einfach kommen, Mann. Nein, 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 lieber nicht. Ja, wir haben ja sowieso noch nichts gestartet. Jo, Jungs, was geht, Mann? Zu dem Funk. Okay, Marcel, ich such dich jetzt. Nee, nee, ich hab's noch abgebrochen, Digga. Warte, also, muss mal weiter. Yeah. So, ey, wir treffen uns erstmal. Moment, kommt mal alle hier zum Gang, Digga. Wir machen erstmal die Zeit fest. Yeah, ich komm zur Staatsbank. Mahmut, komm zur Staatsbank, Habibi. Boah, Digga, das ist beste Versteck aller Zeiten. Da wird mich keiner sehen, Digga. Doch, das ist ein... Wo ist Olaf? Olaf war doch auch hier, Digga. Olaf, hoch. Ja. Du bist auch ein ungeduldiger Wichser, Alter. Wir warten halt deine Scheiße. Ja, es nervt auch, Alter. Wir haben jetzt nur noch auf Dinger. Ihr seid solche kleinen Kuchen halt, und ja. Rick. Bleib mir mein Schwanz. Und Mahmut kommt, glaube ich, bin kurz im Kopf. Das nervt auch, Digga. Dieses im Kopf, Digga. Seid ihr, wie es ist, Alter. Ja, Bruder, ich hab. Ich hab wenigstens ein Leben, Digga, und stehe jetzt nicht um 20 Uhr auf, du Stück. Ey, was soll das, du Wichser? Wallalan. Ich geh arbeiten, er ist immer noch am Zocken, aber dann kommt. Ich erzähl dem nichts mehr, Digga. Ja, du brauchst gar nicht reden, Digga. Alter. Ja, was willst du mir erzählen? Ich hab wenigstens gewonnen, weißt du, ich meine, ich hab wenigstens 47 mitgenommen. Ja, weil du Pech hast, Digga, ganz einfach. Ja, weil ich aber der Beste bin von euch. Sollen wir die Hosen ausziehen? Nein, warum? Wie genau gucken die denn? Genau, also wir haben das heute, komm mal mit. Wir haben es heute mit Voice Crack gespielt. Wisst ihr, wo er sich versteckt hat? Komm mal her. So ein Idiot. Der hing original so. Das war sein Versteck. Warte. Ist der, oder was? Ja, da hat sich so hingen. Digga, man sieht das doch. Digga, haben die gefunden? Ja, ne? Niemand kam. Ja, es geschafft. Niemand kam, Digga. Niemand kam, so normal, wenn keiner kommt. Okay. Er lag original so. Aber was haltet ihr von ich dem? Ich hab ein gutes Versteck. Ich versteck mich hier. Ja. Mein Versteck ist das krasseste. Hey, nicht alle hier. Rick, steh mal auf, du musst immer aufstehen. Jungs, die werden oben in die Büros reinkucken. Du musst mich so reinschieben, weißt du? Damit die so nicht freuen. Ey, wir machen jetzt Zeit, wenn wir wegfallen, Digga. Ey, lass mich starten, weil ich hab das krasseste Versteck. Sosa, pass aber auf, dass du nicht zu weit gehst mit dem Versteck. Was machst du hier? Um 24 kommen. Warte. Willst du in die Wand rein? Du musst darauf. Geh auf Regal. Ey, komm mal hier runter und guck mal mein Versteck, ob man mich sieht. Versuch auf Regal kommen. Ist das wieder unter dem Tisch oder was? Wo bist du? Ja, aber ich glaube, das ist nicht gut, Cousin. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Guck mal, wo ich bin. Lass jetzt erstmal die Sidebats unten machen. Alles gut, du bleibst. Alle hoch, Digga. Los, nach oben. Also, ich würde. Wie viel setzt du? Ein Huni. Huni, okay.
Also, Jungs, ich 100 Euro. Bomben versteckt. Wenn die mich hier finden, ne, bin ich der größte Bastard. 100. Das Problem ist, viele werden da jetzt nicht mitmachen, Digga. 100, also für mich ist gar kein Problem, aber... Oha, für mich gar kein Problem, sagt er. Dir geht's gut. Nee, ich meine nur, natürlich. Jungs, wer mich findet, mir und Olaf geht's auch nicht gut, Alter. Bis ach, dein Schnauze, letzte Woche... Problem. Junge, wir haben nur Brot mit Wasser, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Alles im Casino gelassen, Digga. Ja? Oliver Kahn hat mich wieder hochgenommen, der Wichser, gestern NBA. Apropos, Digga, da muss ich mal ganz kurz was gucken, da habe ich auch noch mal was laufen gerade. Boah, Bruder. Ey, ich habe mein Versteck gefunden, ja? Wie viel hat Dings ge... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Jawohl, Digga, das sieht nicht schlecht aus, warte mal. Wo ist er denn? Mal kurz duschen. Oha, Salzburg ist gekommen schon. Alter, redet er über seine Wetten oder was? Alter! Nee. Also Man United, Digga, wirklich der größte Nuttensohnverein, den man sich vorstellen kann. Diese dummen Hurensöhne, Digga. Aber ey, Atalanta ist stark, oder bin ich ganz. Ach, Digga, Hallo! Ja. Scheiß auf. Guck mal, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn ein Typ einen Schein verloren hat, dann noch gegen anreden und sagen, die andere Mannschaft ist aber auch gut. Digga. Die andere Mannschaft ist nicht gut. Die Mannschaft, die verkackt hat, die ist einfach scheiße. Das also ich sag ganz ehrlich, Digga, das ist so peinlich. Also wenn die das nicht noch drehen, Digga, dann werde ich aber eine 1-Sterne-Bewertung geben, Digga. Scheiß Menü, Alter, die Flachpfeifen. Okay, ey. Er wollte ja einen Tricksy gegen jede Verstädtchen durchzugehen. Ganz kurz, eine Frage in die Runde. Wir sind 6 Mann. Wir sind 7, Mahmut kommt auch, oder nicht? Ach so. Ja, ist ja wurscht, Digga. Wir machen ja nichts Schlimmes. Bruder. Wir machen ja keine Schießerei oder so. Wir verstecken uns ja immer. Aber wir lösen den Alarm aus und starten einen Raub, oder nicht? Ja, ist ja wurscht, Digga. Ich denke mal, dass das jetzt nicht schlimm wird, glaube ich. Wir können ja denen das Geld geben, vielleicht ein paar Prozente abziehen. Aber dann würde ich schon sagen, dass wir auch die Hosen und so alles ausziehen, Digga. Wir haben ja sogar einen Nachteil, wenn wir mehr Leute sind, hä? Es geht doch nicht darum, Digga. Es geht darum, dass wir in einer Bewerbungsphase einer Fraktion gerade sind, Digga. Ja, ich weiß, wie du meinst. Jo, dann würde ich sagen, jeder, der bei den Sidebets mitmacht, macht auch hier mit, Digga. Ganz einfach. Ja, ich mach Noni mit. Dabei, Digga. Nein. Lass alle mitmachen. Ja, Bruder, nicht, dass dann am Ende wie Olaf gerade sagt, also für Schwierigkeiten bekommen, weißt du. Sollen wir das kurz einmal im Vorhinein vielleicht einmal abklären? Oder glaubt ihr, das wäre unangebracht? Das wäre unangebracht, Digga. Okay. Also no risk, no fun. Also mir ist es egal, ich wollte es nur einmal als Abi ansprechen. Wenn du sagst, scheiß drauf, dann scheiß drauf. Ich denke mal, die haben bei uns sowieso Hoffnung verloren, weil wir sowieso... Hallo? Oh, perfekt. Telefon ist. Telefunk und Server ist down. Nee, momentan haben die Jungs wieder ein bisschen mit DDoS-Attacken zu kämpfen.
Ja, das, also Menu, Digga, wirklich ganz peinlich, Digga. Also wirklich. Das Menu muss das noch drehen, Digga. Ansonsten fick. Ja, scheiß drauf, Digga. Wir sind einfach in der GTA-Kategorie. In der GTA-Kategorie. Im dritten Quartal 2021. Auf Platz 9 weltweit. Platz 9 weltweit. Weltweit. Platz 9. Wer ist eins? Ein englischsprachiger. So, wer ist da schon mal da? Lass einfach drei Leute, ey Jungs, die machen so. Jo. Hört ihr mich? Jo, ich höre dich. Drei Leute ziehen sich einfach raus und wir sagen, das waren die Geiseln, die sollten sich auch wegdecken, sonst hätten wir die umgebracht. Okay, ganz einfach, Digga. So machen wir das, stimmt. Das ist eine gute Idee, Digga. Okay. Ich hab nichts verstanden, Bruder. Das ist eine sehr gute Idee. Ich guck schon mal nach Verstecken kurz, sag per Funk. Warte, ich muss mal einen Funk rein. Wer kommt jetzt alles noch hier hin, außer wir vier? Okay, komm, Staatsbank. Ohne Waffen. Pack die Waffen weg. Bruder, das dauert so lange. Ja, aber können wir überhaupt den Raum... Willst du da reingehen, ne? Hey, hast du eine Waffe dabei, Sosa? Nein, du hast doch gesagt, du hast eine Waffe. Aber hier drinnen geht nicht, ne? Kurz starten, ob es geht, Digga. Geht nicht, Digga. Soll ich starten? Start mal, ob es geht, Digga. Jungs, versteckt euch alle. Wir haben gestartet. Hey Jungs, versteckt euch, versteckt euch, wir haben gestartet. Yalla Jungs. Digga. Wo soll ich mich finden? Einfach so? Was ist mit Cousin und Rick, die sind doch raus. Einfach so? Ist nicht gut, glaube ich. Hier unten gibt es keine guten. Hallo? Rick ist jetzt auch da. Hey Jungs, alle ein Versteck? Ich glaube ja, aber ich glaube, wir schießen alle den Tag. Jack, hallo? Jake, Jake. Die Polizei kommt. Jungs, ganz kurz, wenn Teil meiner Beine nicht ganz sichtbar sind, wenn ihr versteht, wie ich meine, ist kein Problem, oder?
Der kommt drauf an, ne? Wenn zu viel ist, dann ist schon ein Problem. Erik, hast du nicht gesehen? Nicht in den Wänden drin sein. Auf gar keinen Fall, Digga. Wer macht jetzt um Honi? Wer macht nicht jetzt komplett in der Wand oder gar nicht in der Wand? Gar nicht. Wenn so ein Fuß drin ist, dann juckt nicht. Die Kopf sind da. Er hat gerade gesagt. Hey, Huni, jalla. Ich werde sterben. Huni, bin ich dabei. Also der Alkoholist drin ist, oder was? Kriegt ein Huni, Huni hin. Die Jungs, hier draußen sind so 10 Stück, ich hab's nicht mehr reingeschafft. Hier draußen sind so 10 Polizisten. Wenn ihr das wirklich schafft, dann seid ihr echt krank. Das Versteck ist schon Baba, Digga. Das Versteck ist schon Baba. Soos hat ja gesagt, wenn ein Fuß drin ist, ist es nicht so schlimm. Jetzt ist ein Fuß ein ganz bisschen drin. Und wenn die Bullen irgendwas von mir wollen, Digga, dann sage ich, ich habe hier ein kleines kleinen Powernap gemacht. Ey Jungs, und wenn die irgendwas von uns wollen, wir sagen, wir haben hier geschlafen. Und wenn ihr uns fragen, was wir hier machen, sagen wir haben hier geschlafen, Digga. Easy. Cousin, der Idiot läuft hier noch durch die Gegend. Ey Jungs, Cousin läuft hier noch mit seinen Paddelflossen die ganze Zeit durch die Gegend. Geh doch mal, geh! Rauskommen, Polizei. Ey, steht das noch mit los, rauskommen, hochkommen. Soße? Los, an die Wand. Umdrehen. An die Wand. Der andere Herr auch hoch. Hochkommen. Los, hochkommen. An die Wand. Sie sind beide vorläufig festgenommen. Los. Sie sind beide vorläufig festgenommen. Reicht hier, wir können weiter, Bocke. Doch, ich leg ihn am Handschuh, also vorläufig festgenommen. Nein. Wie viele Personen wurde unten im Tutor nachgeschaut und unten im generellen Tutor? Jo, ich war noch am Schlafen, Alter. What? Wir haben 2 Personen festgenommen. Vorläufig. Komm, folgen wir jetzt bitte einmal. Bleib bei ihm, bitte. Das steht nicht im Gesetz. Wenn ich Ihnen sage, Sie sind vorläufig festgenommen, sind Sie vorläufig festgenommen. Alter, ich war da. Guck nochmal hier rein. Doch. So, einmal hallo, Hände nach oben. Hallo. Hallo. Oha. Ja, noch einmal an die Wand drehen. Was ist denn hier los? Was machen Sie hier? Ich hab geschlafen. Ich lag hier auf dem Boden, hab ein kleines Snickerchen gemacht. Warum schießen Sie denn? Wollt Sie wach machen? Ja, das haben Sie aber erfolgreich geschafft. Was ist denn hier los? Warum sind Sie hier? Hallo. Ja, weil hier uns gemeldet wurde, dass hier die Bank überfallen wird. Ach so? Nee, damit haben wir nichts zu tun. Sie können mich gern durchsuchen, ich bin unbewaffnet. Ja, kommen Sie einmal dann trotzdem mit nach draußen. Da muss ich einmal die Hände runternehmen, weil sonst komme ich hier nicht rüber. Ja, dürfen Sie runternehmen. Wir können hier runterkommen. Wollen Sie mich einmal ganz kurz durchsuchen, nicht, dass da Probleme sind?
Ja, ich durchsuche sie einmal. Ja, kein Problem. Haben Sie scharfe Spitze oder Geflecht? Nein, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ich habe hier nur ein Nickerchen gemacht. Das ist klar. Wir werden dann uns aufstellen und unten reingehen. Ja, wir können auch mit mir gehen. Ja. Annika, wir reden draußen, bitte. Wir haben jetzt 3 Personen. Alles klar, das passt soweit. Ja, perfekt, dankeschön. Okay, sind kann ich dürfen Sie mal rausgehen. Soll ich die Hände runternehmen, oder? Ja, können Sie runternehmen. Wir wissen nicht, was die in der Tasche haben. Dann kommen Sie mal bitte mit runter, dass wir es einmal klären können. Ja. Alles klar. Hatte der was dabei? Wo soll ich denn längst gehen? Alles gut. Folgen Sie mir hier. Das bitte gehen, alle Kollegen, ich möchte draußen 3 Personen, die absichern, die Personen, die draußen sind, ansonsten alle nach drin, wir gehen nach unten. So, wir haben jetzt einmal 2 Personen oben, 3 Personen oben aufgefunden, die geschlafen haben in den Büroräumen. Ja, alles gut. Alle nach draußen kriegen, werden von 3 Personen beachtet, bis insgesamt jetzt 4 Personen sein. Dann alle rein, bis auf 3 Personen, die draußen aufpassen auf die Herren. Wir werden jetzt runter in den Büroraum gehen. Moment, ganz kurz da. Naja, Sie haben hier geschlafen, einfach ganz normal. Ich bin aufgewacht von Ihrem Schuss. Sie haben ja geschossen, davon bin ich aufgeschreckt. Ja, stimmt. Ja, genau, das kann ich verstehen. Telefon ist abgeschmiert. Wir können später nochmal reden. Weil wir haben Herbst, wir haben kein Zuhause, wir haben hier geschlafen, es ist kalt draußen. Ja, komm. Nicht wie die Alarmanlage angegangen ist. Entschuldigen Sie, mein Telefon war. Alles gleich. Okay. Ja, ist alles in Ordnung. Passiert gerade öfter. Ja. Alles klar. Wo soll ich mich denn hinstellen? Sie hat mich ja schon durchsucht. Ja, positiv, könnt ihr noch die Handstand abmachen. Obwohl, ja, gut, dann was 20 entscheidet. Okay, Sie können die Hände runternehmen. Achso, ja. Alles klar. Wer sind Sie denn? Ich bin Olaf Scharf. Arbeitslos, Scharf. Hartz IV und hab da drin ist es warm. Ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen hier stehen bleiben. Hier drin ist es warm und ich hab mir hier einen Schlafplatz gesucht, einfach nur. Ich hab einen Polizisten. Alles gut, ja gut. Es ist halt aber, da haben sie irgendwie, sind sie da oben wahrscheinlich, die haben ja unter den Taschen so einen Knopf, der den schönen Alarm direkt auslöst. Ich hab nichts. Das wurde ja halt gemeldet. Wo bist du? Ja, müssen ja nicht unbedingt sie gewesen sein. Wir haben ja hier noch mehr Leute drin gehabt, die auch einen Schlafplatz gesucht. Komm. Ja, ich kann nur für mich reden. Alles gut, das weiß ich, dass sie nur für dich reden können. Ich sag halt nur, sie haben hier noch Leute drin gehabt, die das vielleicht hätten machen können. Ja. Ob das ihre Kollegen sind oder so, das müssen wir noch überprüfen, das wissen wir nicht. Mit 10 Sekunden, ja. Aber, 10 Sekunden. Ich sag mal, wenn von der Stelle Alarm ausgelöst wird, dann müssen wir halt erstmal so ein Geschütz hier auffahren. Nee, das ist ja klar, weil sie sind ja auch reinkommen und haben mich da am Boden schlafen liegen sehen, ne? Ich hab weder eine Waffe stecken, noch irgendwie Schwarzgeld oder so von einem Raub. Ich bin einfach nur ein Zivilist, der ein warmes Plätzchen gesucht hat. Ja, dafür ist dann die Bank halt eine... Ich hab nichts dabei, Mann! Dafür ist die Bank aber, finde ich, eine falsche Anlaufstelle. Es gibt ja hier genug Hotels, auch für Leute, die keinen... Statt unter der Brücke zu wohnen. Das verstehe ich natürlich, aber es ist ja keine Straftat, in der Bank zu schlafen, beziehungsweise Sie können mir ja nicht vorwerfen, dass wenn ich in der Staatsbank liege und ein Nickerchen mache und dann Raub ausgelöst wird, dann bin ich ja direkt nicht der Schuldige, oder? Ne? Das habe ich auch nicht gesagt, ich habe Ihnen nicht vorgeworfen, ich habe Ihnen nur gesagt. Oh. Digga. Es ist wirklich zum Telefon schon wieder abgeschmiert. Also wirklich, was ist denn da heute los, Digga? Und der redet und der redet und der redet noch. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, ist klar. Passen Sie auf, ne? Ich habe Ihnen ja gerade erklärt, was hier los ist, warum wir hier sind. Mit dem schwarzen Base einmal an die Wand stellen. Ich erkläre Ihnen gerade noch irgendwas, 20. Oh, alles klar. Geht aufstehen oder Herr Scharf, soll ich Ihnen helfen? Wir sind hier. Ich habe Sie noch nicht vorgerufen. Ich habe Sie gesagt, wir sind hier. Ihr bleibt genau da stehen. Was hier Phase ist. Können wir einmal kurz ein bisschen rechts an die Seite? Ich höre zu viel. Ja, genau.
genau. Ich habe ihnen gesagt, was sie. Ah, ich habe gerade auch Telefonprobleme. Ja, ganz schlimm heute. Okay, ja. Alles klar. Also, dann. Ich habe es ihnen nicht vorgeworfen, ja. Ich habe ihnen nur gesagt gehabt, was hier lediglich passiert und gerade abgeht typ und warum denn? Hier der Aufwand ist. Und dass sie dann natürlich jetzt auch erstmal kontrolliert werden, ob das alles soweit stimmt und natürlich. Alles passt. Ja, ich natürlich. Werde dann werden. Sie machen ihren Job nur, ich bin kooperativ, wie gesagt, ich weigere mich ja nicht. Hallo, und, ich rede jetzt, alle aufstellen, die... Alles klar, was da hinten gerade bei den Kollegen abgeht, das weiß ich nicht. Ich stelle mich hier einfach an die Wand und entspanne mich, ich laufe nicht weg. Sie können mir gerne auch sonst auch handfesseln, ich stelle mich hier sonst einfach hin. Nee, wenn wir jetzt einen Moment warten. Ich sag davon den Kollegen Bescheid, dass sie, dass sie hier einfach nur hier sind und nichts dabei haben. Ja, ich bin ja kooperativ. Alles klar. Na, wir kommen dann sofort wieder auf Sie zu. Haben Sie vielleicht noch einen Personalausweis dabei? Selbstverständlich. Jede weitere Bewegung, die irgendwie können Sie noch einmal geben, nicht, dass ich ja, selbstverständlich. Zu folgen ist, wird als Widerstand gegen die Verschreckungsbeamten geahndet. Einmal hier. Vielen Dank, Herr Schaar. Ja, bitte. Wand schön. Mit dem Gesicht bitte. Zur Wand. Team, ja, einmal Ihre Daten. Ah, ja, verdammte Scheiße. Ja. Alles klar, dann haben Sie meinen Personalausweis wieder, bitteschön. Ja, danke schön, danke. Bitte. Ich habe ja auch wirklich nichts gemacht. Und, wie Sie gerade schon sagten, das ist keine Schwachheit in der Bank zu schlafen, haben Sie recht. Nur ich gebe Ihnen eine Empfehlung, es gibt ein Hotel bei der 7109. Aha. Das ist günstig, und da können Sie für eine Nacht für ganz günstig schlafen. Okay, ja, das wusste ich nicht. Alles gut, also deswegen sag ich Ihnen das ja, da haben Sie auch ein vernünftiges Bett, eine Heizung, statt hier oben, wo Sie auf dem Boden schlafen. Ja, etwas ungünstige Umstände gerade, da bin ich ganz bei Ihnen. Und wie gesagt, Sie machen ja auch nur Ihren Job. Und mehr kann ich da gerade nichts zu sagen. Ich habe mich bloß zu Tode erschrocken. ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe Sie angebrüllt, dass Sie aufstehen sollen, Sie sind nicht aufwacht. Und dann habe ich halt einfach gedacht, ich schieße einfach zweimal in die Luft. Vielleicht einmal nett anstupsen, bevor man in die Luft schießt. Das kennt ihr nicht. Nee, ich hab sie ein, zwei Mal angebrüllt und auch gesagt, dass sie wach werden sollen, aber sie sind nicht wach geworden. Achso, ja, alles gut. Und wir wohnen jetzt alle bevor sie da mir jetzt mit einer Waffe entgegenkommen, habe ich mir gedacht, gut, dann schieße ich ein, zwei Mal in die Luft, dass sie auch wissen, dass ich auch, wenn es also, so ist, scharf schießen werde. Ja. Aber sie hatten ja keine Waffe dabei, das war einfach nur Vorsichtsmaßnahmen. Ja, selbstverständlich. Ist sie nicht kalt? Nee, jetzt gerade nicht, ich bin auch ganz gut aufgewärmt von der Bank. Na gut, ne. Es ist gerade so fast schon wie ein Sauna-Feeling, wissen Sie? Ich ziehe mich aber gleich an. Alles gut, dankeschön. Ja, ich hätte Ihnen sonst noch eine Wärmedecke oder eine Jacke hinten im Auto gucken können, ob wir noch was dabei haben. Nee, alles gut. Hier unterm Licht geht's auch gerade. Alles gut. Dann gehen wir einmal vorne rüber und warten Sie hier auf. Ja, ich ziehe an meiner Zigarre und warte hier auf Sie. Ja. Genau, machen Sie das. Super, danke. Ich komme sofort auf Sie zu. Ja, danke. Damit ich das nicht alles fünfmal erzähle, ja? So, was ist mit dem Herrn? Okay, Mahmoud, ich bin jetzt am Lambo, ich hol die Waffe raus. Mach das. Werden die Nachricht geschrieben? Jungs, ihr braucht noch nichts machen, alles entspannt. Ja, was soll ich da machen, Alter? Komm nicht raus. Doch, normal. Kann sein, dass du mich gleich hier abholst. Geh hinten rum. Läuft irgendjemand von euch gerade zu dem Auto, was ihr an der Seite geparkt habt? Ja, ich mach die Hände nach oben. Alles gut, ich mach die Hände nach oben. Entspannt. Huch. Da sind noch mehr auf dem Weg zu dir. Marcel, es tut mir leid, ich kann nichts machen, du hast dich reingeschissen. Komm mit dem Motorrad! Komm. Ich bin genau da, wo ich dich abgelassen habe. Ich weiß jetzt, was soll ich jetzt machen?
wenn ich jetzt weglaufe, flüchte, er hat meinen Namen. Ich bin kooperativ, warte. Was die Jungs da machen, weiß ich nicht. Jungs, seid ihr weggekommen? Ich, ja, Marcel wird gerade von 6 Leuten mit Waffe bedroht. Ich kann da nichts machen. Was ist denn da überhaupt passiert? Update mich mal. Wie ist Marcel aus der Bank rausgekommen? Der ist einfach rausgekommen, der hat einen Polizisten abgeknallt. Ich habe ihn abgeholt. Der wollte unbedingt seine Waffe wiederholen, die er dorthin gepackt hatte. Und genau dann tauchen auf einmal 6 Polizisten und 2 SEK-Autos auf und die ziehen gerade auf den, weißt du? Na gut, Herr Schaff, dann kommst du nochmal ganz kurz. Ja. Der Kollege ist ein bisschen laut. Ja. Alles klar, haben Sie hier irgendwo ein Auto? Ja gut, passen Sie auf. Dann entfernen Sie sich dann erstmal hier, bis die Maske zu Ende ist. Ja, alles klar, sehr gerne. Und was ist mit meinem anderen, was ist mit den anderen Leuten da drüben? Die kriegen jetzt noch ein kleines Bußgeld. Und dann, einer hatte von denen sogar noch eine illegale Waffe dabei. Der kommt dann mit, aber der Rest darf dann auch gehen. Achso, der muss ins Gefängnis, oder was? Ja, der hatte eine Waffe dabei. Achso, welcher war das, wenn ich fragen darf, mal? Ich sehe es ja schon. Der gerade abgeführt wird. Okay, alles klar. Ja gut, alles klar, dann bedanke ich mich für die gute, für die Kooperation und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, Abend. Super, ciao, ciao. Ciao. Also Status-Update für die Leute, die im Funk sind. Rick und Cousin kommen frei. Marcel wurde wohl gerade festgenommen. Ebenso wird Soße festgenommen, weil der eine Pistole noch dabei hatte. Und was ist mit mir? Ja, du bist ja entkommen. Das ist ja für alle klar, hat man ja gerade eben gehört. Ja, ich bin hier noch an der Wand. Ach, du bist auch noch an der Wand. Ja, aber du kriegst auch ein Bußgeld und kannst gehen. Weil ich hier gepennt habe, ein Bußgeld oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade mit dem Polizisten nur geredet und die haben gesagt, dass bis auf einer alle ins Gefängnis müssen. Herr Schaaf, Polizei Dortmund. Bleiben Sie einmal stehen, bitte. Ja. Alles gut, Sie können die Hände runternehmen. Ja. Ich muss Sie einmal nochmal zurückholen, weil ich habe gerade einen Herrn durchsucht. Ich habe Schwarzgeld in Höhe von 1,4 Millionen circa sichergestellt. Deswegen handelt es sich nicht um einen versuchten Raub, wie gerade besprochen mit dem Herrn Adams. Somit sind Sie in der Bank gewesen, sind hiermit zum Mittäter geworden und müssen einmal mit uns mitkommen. Nur ganz kurz als kleine Gegenfrage. Ihr Kollege hat mich gerade entlassen und hat gesagt, dass ich gehen darf. Genau, richtig. Aber das musste ich einmal revidieren, weil ich nach diesem Entscheid vom Polizeipräsidenten Adams einmal die Nachricht bzw. im Anschluss erst durchsucht habe und dort das Schwarzgeld sichergestellt habe. Deswegen müssten Sie mich einmal begleiten. Aber ganz kurz, was hat das denn mit mir zu tun? Ich habe doch den Kollegen erklärt, dass ich da oben geschlafen habe. Ich habe weder eine Waffe stecken gehabt, noch irgendwas Illegales. Richtig, genau. Genau, richtig. Das ist alles soweit in Ordnung. Das ist soweit auch abgesegnet, bestätigt, aber es handelt sich hier trotzdem um eine Kooperation mit den anderen Herren, die da vorne stehen. Ach, und das können Sie jetzt durch welche Beweislage mir beweisen, dass ich die Kollegen, beziehungsweise mit den Kollegen das gemeinsam gemacht habe? Da würde ich mal den Tatvorwurf wissen. Also Ihr Kollege hat mich gerade entlassen. Ich habe alles mit ihm geklärt, war super kooperativ. Ja. Und jetzt kommen Sie mir hinterhergelaufen. Stellen Sie mal vor, ich wäre mit dem Fahrzeug schon losgefahren. Dann hätten Sie mich verfolgt und ich hätte nicht mal gewusst, warum. Also war... Genau, richtig. Ja, ja. Was ist denn genau der Tatvorwurf? Genau, der Tatvorwurf ist soweit, dass die Bank ausgeraubt wurde und Sie sich in der Bank befunden haben. Und die anderen Herren ebenfalls in der Bank. Also Sie werden jetzt für den Raub zur Rechenschaft gezogen. Aber welchen Raub? Ich habe ja gar kein Schwarzgeld gehabt. Genau, Sie persönlich haben keinen Raub begangen, aber waren dennoch Mittäter. Und dafür werden Sie jetzt in diesem aktuellen Zeitpunkt belangt und belastet. Also, okay. Ich bin wie gesagt kooperativ. Ich möchte nur, ich bin immer jemand, der sehr viele Fragen stellt. Ist gar kein Problem. Also nur für mein Verständnis. Jeder, der zu dem Zeitpunkt in der Bank war, ist ein Mittäter. Also wenn da jetzt eine Frau mit ihrem Kind gewesen wäre, wären sie auch Mittäter gewesen. Weil sie sich zu dem Zeitpunkt in der Bank... In Anführungsstrichen. Ja, aber das werfen Sie mir ja gerade vor. Also müsste jeder, der in der Bank gewesen ist, ein Mittäter sein, aus Ihrer Wahrnehmung.
Also ich erzähle Ihnen das jetzt nochmal aus meiner persönlichen Sicht, ja. Die Herren, die da vorne steht, zum Beispiel unter anderem Kusing habe ich da, glaube ich, identifiziert, genauso wie Rick Sanchez. Ja. Die Herren ziehen mit Ihnen täglich eigentlich um die Häuser, das ist der Polizei bekannt. Und somit ist es nicht abwegig, dass Sie Mittäter sind bei diesem Bankraub. Ja, das, gut, okay. Ihre Kooperation, Ihre persönliche Kooperation wird sich auf Ihre Haftzeit auswirken, wenn Sie jetzt einfach mitkommen. Wir legen Ihnen auch überhaupt keine Handschellen an, weil Sie sind kooperativ. Schon von Haus aus. Ihre Persönlichkeit ist kooperativ. Verstehen Sie das? Und das wird sich auch jetzt aktuell auf Ihre Haftzeit ausüben, wenn Sie jetzt einfach mitkommen, die Bußgelder für den Raub einfach in Anspruch nehmen. Wenn Sie damit irgendwie ein Problem haben, können Sie das im Nachhinein gerne mit der Justiz nochmal klären. Falls da aus Ihrer Sicht irgendwie eine Unfairness herrscht, sage ich jetzt mal, ne? Aber aktuell muss die Polizei davon ausgehen, dass alle Personen, die sich in der Bank befunden haben, automatische Mittäter waren. Dem müssen wir einmal nachgehen. Also bin ich jetzt vorläufig festgenommen oder schon verurteilt? Hinter der Bank? Nein, Sie sind nicht verurteilt. Um Gottes Willen, die Polizei macht die Maßnahme dahingehend durch, dass wir sie festnehmen, ihre Haftzeit absitzen lassen. Während der Haftzeit, gegebenenfalls kommt die Justiz schon hinzu. Von unserer Seite aus können wir auch gleich dann sagen, okay, die Justiz soll sofort zu Ihnen kommen und Ihren Fall soweit übernehmen. Aber dennoch müssten Sie einmal mitkommen. Wie gesagt, kommen in die Zelle, bekommen Ihre Strafakte geschrieben, bekommen die Haftzeit ausgeschrieben und natürlich auch die Bußgelder. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, Ihr Kollege hat mich gerade entlassen, der Polizist hat mich gerade entlassen und ich möchte jetzt einfach, also ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe geschlafen und möchte jetzt einfach gehen. Nein, Sie können jetzt leider nicht gehen. Wie gesagt, ich muss Sie leider tasern, wenn Sie jetzt Widerstand leisten, wirklich. Es tut mir sehr leid in dem Zuge, aber wie gesagt, Sie sind in dem Moment Mittäter und werden dafür auch belangt. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, das beinhalten auch die Rechte, die Sie jederzeit wahrnehmen können als Gefangener bzw. vorläufig Festgenommener der Polizei, können Sie im Anschluss... Das zählt automatisch als Widerstand gegen die Vollstreckung des Beamten, nur so als Info. Das kann gut sein, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ihr Kollege hat mich eben entlassen. Ich weiß nicht, was Sie hier für einen Job machen. Ich weiß. Aber Die Aussage hat genau der gleiche Kollege gerade revidiert, nachdem er gewusst hat, beziehungsweise von mir gesagt bekommen hat, dass ich 1,4 Millionen Schwarzgeld in der Tasche habe. Ich habe keine 1,4 Millionen Schwarzgeld in meiner Tasche gehabt. Richtig. Ich habe in der Bank geschlafen. Genau. So, nochmal an alle Kollegen. Ich war jetzt gerade beschäftigt mit Herrn Scharf. War ein Bug. Ich habe mein Motorrad abgeschlossen, aufgeschlossen und das Aufschießen hat wieder nicht funktioniert. Hätte das Spiel vernünftig funktioniert und nicht den Bug gehabt, hätte ich mir aufs Motorrad gesetzt. Das kläre ich dann aber selbst. Ich mache jetzt scharf und mache den anderen Herren... Ihr habt ja gesehen, es hat geblinkt und ich hätte mich eigentlich raufsetzen können, aber es hat nicht funktioniert. Wir haben hinten in der Gasse den Herrn noch jemanden, der bewaffnet war. So schade. Es wäre so schade, es wäre so schön gewesen, hätte ich zumindest es geschafft, mich aufs Motorrad zu setzen. Aber es hat nicht mal geklappt, mich aufs Motorrad zu setzen. Ihr wisst ja, der Ein- und Aussteigebug, sehr ärgerlich. Wäre es trotzdem getasert worden? Ja, aber dann hätte ich wenigstens auf meinem Motorrad gesessen. So stand ich vor meinem Motorrad wie ein Idiot, Digga. Und wie gesagt, das Fahrzeug, was direkt vor der Bank steht, da sitzt, glaube ich, ich hab's nicht ganz genau Oh, ne? Es ist so klar, echt Glück. Dankeschön, dass Sie mich in diese Situation bringen. Stellen Sie Ihre mal vor. Kollegen, nee, stell, Ihre welche Kollegen? Kollegen? Haben Sie in diese Situation gebracht? Ah, ja, wahrscheinlich meine Kollegen. Echt? Oh mein. Wieso finde ich die Personenpolizei sicher? Einsatzleitung fährt jetzt mit Olaf Scharf einmal für die, ja. Alle anderen, wie gesagt, mitnehmen und versucht den Herrn, der gerade geflüchtet ist, mit. Dem anderen Herrn verfolgen, bitte. Also ich verstehe, dass sie nur ihren Job machen, aber es ist weitere schon... Weitere Personen, gleiche Kleidung, unmittelbar der Bank, Motorrad folgt gerade mich als Streifenwagen. Oh ja, gut gefahren. Das hätte alles so schön sein können. Wie fahren Sie denn?
tanzen, Alter. Genau das, was wir gerade geredet haben. Was soll denn das hier alles? Ich bin an die Wand und ich hab einen Zusammen bekommen. Die haben heute einmal angeschossen. Jetzt ist mein Telefon United 2-2. Das muntert sehr auf. Und mein Telefon ist mal wieder abgestürzt. Wie viel steht es bei Lilia gegen Sevilla? Null, null. Die unfähigen Hurensöhne. Wir kommen mit dem Auto. Ich hab's gesehen. Oh. Unerfahrung, die genommen. Ich wollte die gerade abknallen und die sind einfach direkt. Wo seid ihr? Und Bayern noch 1-0 oder was? Oder 0-0? Oh, an meinem linken Arm. Da hatten wir einen erneuten Versuch. Ja, was soll denn die Scheiße jetzt hier? Ja, ihr was ist das für eine... was für ein Kollege? Was für ein Kollege? Hatte die gleiche Jogginghose wie sie an, deswegen müssen wir einmal von der Mitte ausgehen. Jo, wahrscheinlich. Beziehungsweise eine erneute Befreiungsaktion, genauso wie Herr Heeres gerade diesen gestartet hat bei dem anderen Herrn, der schon festgenommen wurde. Und dafür wollen Sie mich jetzt auch noch verurteilen? Nee, um Gottes Willen, Sie haben doch mit dem Vorfall überhaupt gar nichts zu tun. Nee, ich habe da nur drinnen geschlafen. Ihr Kollege, also ich respektiere Sie als Police Officer. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ja, das ist Aussage gegen Aussage, da können Sie mich nicht für verurteilen. Doch, kann ich. Ah, okay, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann ja sehen. Wie gesagt, ich lese Ihnen jetzt nochmal Ihre Recht vor. Wenn Sie, wie gesagt, da irgendwie Probleme haben, klären Sie das einfach über andere Wege, okay? Ja, Sie sind beschuldigt, da eine oder mehrere Straftaten können, müssen sich dazu nicht äußern. Alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet. Wenn Sie mit dem Entscheid bzw. der Maßnahme der Polizei nicht einverstanden sind, können Sie im Anschluss gerne die Justiz hinzuziehen und sich einen Anwalt suchen, der den ganzen Fall nochmal aufrollt. Haben Sie das soweit verstanden? Das habe ich verstanden. Sehr schön, alles klar, Herr Scharf. Ah, finde ich sehr schade. Ich war so kooperativ zu Ihnen. Und richtig, genau. Aber dennoch haben Sie einen Fluchtversuch unternommen und das wird Ihnen jetzt auch als Widerstand die Vollstreckungsbeamten angekreidet und dafür werden Sie auch bestraft. Ja, und den Vorwurf, den akzeptiere ich und den nehme ich auch hin. Wie würden Sie sich fühlen, wenn ein Kollege zu Ihnen sagt, ja, Sie können gehen und Sie gehen ganz friedlich und dann auf einmal werden Sie verfolgt und werden mit Gewalt gedroht? Wie gesagt, diese Situation habe ich erklärt. Der Polizeipräsident Adams hatte in dem Moment nicht gewusst, dass Schwarzgeld wirklich sichergestellt wurde. Das habe ich dann revidiert und er hat seine Aussage ebenfalls revidiert und hat gesagt, ich soll Ihnen einmal folgen und Sie einmal in Gewahrsam nehmen. Hallo? Ja, alles gut. So. Bisschen ungünstig gelaufen, wollen wir es einfach mal so sagen. Ne? Weil stellen Sie sich mal einfach vor, im schlimmsten Fall, ich wäre schon weg gewesen mit dem Fahrzeug und Sie hätten mich später dann einfach festgenommen oder verfolgt, wegen gar nichts. Genau, also, das hätte man ihnen dann nicht mehr anlassen können. Beziehungsweise man hätte eine Fahndung auf sie aufgeschrieben wegen Raub und das wäre es dann auch gewesen, ne? Aber nur nochmal, in die Zelle, die kenne ich. Ja. Ich werde sie jetzt auch einmal durchsuchen, ja? Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Bei mir gibt es nichts Illegales. Nee, alles gut, durchsuchen Sie mich gerne. Ich werde Ihnen trotzdem die Taschenlampe einmal abnehmen, ja, weil die Problem. Taschenlampe einmal zwecks entfremdet werden könnte. Solange ich die wiederbekomme. Ja, natürlich. Dann werde ich des Weiteren Ihnen ein Funkgerät, 3 GPS-Chips und 2 Handys abnehmen, ja? Warum das denn? Weil Sie in der Zelle kein Handy sowie Funkgerät und GPS tragen dürfen. Okay. Dann werde ich Ihnen einmal die Handfesseln jetzt lösen. Sie können sich einmal umdrehen und mir Ihren Personalausweis aushändigen. Ja, ich mache einmal ganz kurz den Zimmermann, üblichen. Was gerade war für 20? Ja, ist gar kein Problem, Herr Schaff. Mein Ausweis hatte ich Ihrem Kollegen schon gezeigt. Okay. Sollte ich den jetzt nochmal zeigen? Müssen Sie mir auch nochmal zeigen, bitte. Damit ich Ihre Akte schreiben kann. Ja. Okay, super, alles klar. Dann gehe ich einmal nach draußen und schreibe Ihre Akte, ja? Ich werde auch verständlich laut für Sie sprechen, damit Sie das nachvollziehen kann, was ich jetzt genau in Ihre Akte reinschreibe, ja? Also das, was Sie mir jetzt vorwerfen, schreiben Sie in die Akte. Genau, richtig, ja. Gut. So, dann haben wir Herrn Olaf Scharf, geboren am 2.3.95. Das stimmt soweit überein. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Dann bekommst du jetzt einmal angekreidet von mir den Raub. Aber da möchte ich Ihnen nochmal eine Frage stellen.
Ja. Wo ist denn Ihre Beweislast, dass Sie mir unterstellen, dass ich bei dem Raub anwesend war, wenn Sie weder Schwarzgeld bei mir gefunden haben, noch eine Waffe, noch irgendwelche illegalen Gegenstände? Das Einzige, was Sie mir zur Beweislast legen können, ist, dass ich in der Bank geschlafen habe. Ja, die Sache ist aber auch, jeder andere könnte sagen, dass er in der Bank geschlafen hat. Ja gut, aber dann ist es ja Aussage gegen Aussage. Da liegt ja nicht eine einzige Beweiskraft vor. Richtig, genau. Das ist aber soweit erstmal in Ordnung seitens der Polizei. Gut, ja. Wenn Sie mit dem Entscheid, beziehungsweise weil Sie gerade sagen, okay, Aussage gegen Aussage, etc. Diesen Punkt müssten Sie einmal dann mit der Justiz im Anschluss klären, nach der Maßnahme. Wenn die Maßnahme seitens der Justiz als falsch oder zu revidieren gilt, dann können Sie das im Anschluss, wie gesagt, machen und werden dafür auch entschädigt. Nachdem ich die Hafteinheiten abgesessen habe. Genau, richtig, ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie gesagt, die Arbeit der Polizei besteht darin, Täter festzunehmen, zu setzen, Bußgelder auszustellen, dazu die Akte schreiben und alles weitere übernimmt die Justiz. Aber wie Sie gerade auch Auflauf sehen, werden Sie genau jetzt von der Justiz angesprochen, ja, sehr gut, und alles weitere mit der Justiz besprechen. Ja, das macht auch mehr Sinn, bevor man die Haftzeit antritt, mit der Justiz zu reden. Nee. Ne? Jein, in Anführungsstrichen. Also eigentlich schon, aber es ist nicht umgebe. Ich glaube, das ist einfach nur wegen Ihrer Person und dass da wahrscheinlich Ihre Freunde schon angerufen haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt dringend Unterstützung der Justiz. Das andere, den Fluchtversuch, das gebe ich ja auch ganz offen und ehrlich zu. Da gibt es ja nichts zu. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich will nach Hause. Mir war kalt, ich wollte was essen und ich wollte einfach nach Hause. Das ist vollkommen in Ordnung, Herr Scharf. Wir haben uns jetzt aktuell 22.40 Uhr. Eigentlicher Haft beträgt 55 Hafteinheiten. Ich würde Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt und Ihrer Operation zugrunde die Haftzeit von 40 Minuten geben, ja? Beziehungsweise 40 Hafteinheiten, okay? Das beträgt dann einmal bis 23.40 Uhr. Ja, den Rest kann ich dann ja mit der Justiz jetzt lernen. Genau. Genau, richtig. Das klären Sie jetzt einmal mit der Justiz, genau. Ja, alles gut. Super. Ganz kurz. Ja? Kann jeder, der drin ist, kurz den U-Muskel drücken, weil sonst, Ja. Okay. Ein Moment. So, jetzt. Jetzt sehe ich wieder hin. Ja, so, alle Kollegen, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Herrn zu tun haben, außer ich, beziehungsweise alle Kollegen außer ich, werden dann einmal abrücken und ich werde mit der Justiz, beziehungsweise mit dem Beschuldigten... Ich diskutiere jetzt gerade nicht mit ihm wegen Fail-ND oder so eine Scheiße, sondern das ist einfach jetzt so ein argumentatives Battle. Genau, richtig. Soll ich Sie einmal aufklären, dann können Sie im Anschluss gerne die Aussage von Herrn Scharf aufnehmen. Jo, das wäre, glaube ich, so wird am besten. Sehr schön, alles klar. Also, wir sind aufgrund eines stillen Alarms in der Central Bank einmal gefahren, haben soweit die komplette Bank durchsucht, abgegrast, weil die Herren sich überall unter Tischen sonstiges versteckt haben. Es waren insgesamt 5 Täter. Wurde insgesamt in Höhe von 1,38 Millionen sichergestellt. Persönlich, die habe ich jetzt auch aktuell noch in der Tasche. Wurde festgestellt bzw. weggenommen einem Herrn, der war leider maskiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt die Personalien nicht aufnehmen können. Der ist auch aktuell auf Flucht. Die 5 Herren haben sich alle in der Bank aufgehalten, haben sich soweit versteckt und als schlafend ausgegeben. Ganz kurze Frage, die ich mal in den Raum werfen möchte. Kann ich einmal ganz kurz... Ja, gut, okay. Dauert nur... Hatte soweit mit Herrn Adams vor der Bank gesprochen, bevor das Geld sichergestellt wurde und alle Herren durchsucht wurden. Da wurde von Herrn Adams gesagt, okay, der Herr war soweit kooperativ, dass er die Bußgelder und im Anschluss sofort ohne Haft entlassen wird, direkt an der Bank. Das hat er Herr Scharf soweit gemacht. Dann im Anschluss, circa 30 Sekunden später, wurde das Schwarzgeld von mir persönlich ertappt, beziehungsweise bei einer Durchsuchung festgestellt, abgenommen. Und im Anschluss mit Rücksprache von Adams habe ich dann den Herrn Scharf zurückgerufen. Nachdem Sie mich schon entlassen haben. Genau, nachdem Herr Adams ihn halt entlassen hat. Herr Adams hat soweit auch seine Aussage zu dem Gehenlassen revidiert. Und aufgrund dessen habe ich ihn natürlich dann verfolgt. Habe ihn dann zur Rede gestellt, habe einen kurzen Talk mit ihm geführt, habe ihm alles erklärt. Dann war er damit nicht einverstanden und hat sich der polizeilichen Maßnahme dahingehend entzogen, dass er versucht hat, sein Fahrzeug aufzuschließen, sein Motorrad, und auf dessen zu flüchten. Im Anschluss wurde er von mir getasert, festgenommen und ins Fahrzeug hierher geführt.
Dann wäre das von meiner Seite die glatte Aussage gewesen. Also haben wir Ihre Aussage nach Widerstand gegen Exekutive? Wie bitte? Also haben wir Ihre Aussage nach Widerstand gegen Exekutive bzw. Genau, Fahrerflucht? Ich hatte dem Herrn Schaff mehrmals geäußert, dass wir ihn einmal mitnehmen würden. Von meiner Seite wurden die Handschellen auch klar abgelehnt, weil er so weit kooperativ war, dass die Handschellen nicht vonnöten waren. Und im Anschluss hat er halt einen Fluchtversuch unternommen. Kann ich jetzt was dazu sagen? Sekunde. Google dein Freund und Helfer. Noch dazu vielleicht gesagt, wie gesagt, Herr Schaf wurde soweit als, ich will nicht sagen als schlafend festgestellt, sondern als schlafend aufgenommen, laut seiner Aussage in der Bank. Hatte weder illegalen Waffenbesitz oder sonstiges, aber ich glaube, Herr Schaf besitzt sogar einen Waffenschein, richtig? Richtig. Umso unsinnvoller ist es ja, dass ich bei einem angeblichen Raub keine Waffen dabei habe, obwohl ich einen Waffenschein besitze. Das heißt, selbst wenn sie mich da oben angeblicherweise bei einem Raub ertappt haben, hätte ich sogar theoretisch gesehen eine Waffe dabei haben können, da ich sie nicht eingesetzt habe, hätten sie mir die auch nicht wegnehmen können. Zumindest ist das mein Stand der Dinge. Aber das spielt jetzt auch gar nichts zur Sache. Also als allererstes haben sie mir vorgeworfen, warten Sie mal ganz kurz. Darf ich ganz kurz noch sagen? Ja, selbstverständlich. Das wäre natürlich aber eine Fuchstaktik, keine Waffen bei einem Raub zu benutzen, weil sie dann ganz genau wissen, dass sie ihren Waffenschein verlieren würden. Dazu wäre das alles, dann können sie weiter erzählen. Alles gut. Ja. Warten Sie mal, ich muss mal einmal ganz kurz hier auf meinem Notizblock, hatte ich mir mal in der Vergangenheit schon ein paar Notizen gemacht. Sie haben ja gerade Flucht vor der Polizei vorgeworfen und Widerstand. Aber dieser Widerstand liegt nur vor, wenn man Gewalt anwendet. Und ich habe keine Gewalt angewendet. Ich bin einfach nur gegangen und wollte mich auf mein Motorrad setzen, was ja nicht mehr funktioniert hat, da die Zentralverriegelung geklemmt hat. Der Einzige, der in der Situation mit Ankündigung Gewalt angewendet hat, waren Sie mit dem Taser. Ich habe aber keine Gewalt angewendet, deswegen ist es auch kein Widerstand. In Anführungsstrichen, wenn Sie sich der polizeilichen Maßnahmen entziehen, ist es ein automatischer Widerstand gegen die Verschreckungsbeamten und gegen uns als Polizei generell, ne? Deswegen ist es aus meiner Sicht gerechtfertigt, Ihnen da den Widerstand anzulassen. Ja, aber ich habe ja keinen Widerstand geleistet. Ich bin einfach gegangen und Sie haben mich getasert. Ich habe keine Gewalt angewendet, habe Sie nicht beleidigt oder ähnliches. Und dann nochmal eine andere Sache, nachdem Sie mich ja schon, mal kurz auf meinen Notizzettel hier schauen, nachdem Sie mich ja schon entlastet haben und mich vom sogenannten Tatort weggeschickt haben und mich für... Das war nicht persönlich ich, ja? Ja, das ist ja egal, es war Ihr Kollege. Alles, ja, ja. Also ja. Ich habe hier in meinem Notizblock stehen, das hatte ich mir mal lustigerweise vor einiger Zeit aufgeschrieben, laut Paragraph 25... Punkt 2, laut dem Strafgesetzbuch muss jeder Beteiligte einen eigenen Tatbeitrag leisten. Da Sie als Beamte selbst gesagt haben, dass ich gehen kann, ist die Sache durch, da Sie mich von der Täterschaft in dem Moment ausgeschlossen haben. Und Sie haben mich in dem Fall nicht... Also in dem Moment würde ich mal kurz sofort intervenieren, Herr Schaf. Strafgesetzbuch Paragraph 25 existiert nicht. Strafgesetzbuch 25 Absatz 2 existiert bei mir auf jeden Fall. Paragraph 25. Müssen wir, glaube ich, mal drüber reden, worüber Sie hier gerade referieren. Ja. Schauen wir im offiziellen staatlichen D-Funk nach, im offiziellen da. Ja, kann sein, dass ich hier, ich habe hier nur mit... Sie finden den Reiter Gesetzesbücher-Hausordnung. In Deutschland Sie einen Link zu einem Google Drive Dokument, dort können Sie das Strafgesetzbuch einsehen, da existiert kein Paragraph 25. Ja, in meinem Notizblock habe ich das notiert, vielleicht habe ich da, ich habe mit Bleistift geschrieben, da hatte ich ein, zwei Gläschen Weinintus, eventuell habe ich da mich auch, verschrieben. Letztendlich, welcher Paragraph das ist, spielt ja keine Rolle. Ihr Kollege hat mich vom Tatort freigesprochen, ich bin gegangen. Ich habe weder illegale Waffen bei mir gehabt, noch Schwarzgeld, noch irgendwas. Ob da irgendwelche Leute auch geschlafen haben oder da zu Gange waren. Und selbst wenn es meine Freunde gewesen sind, habe ich nichts zu der Tat, die da vorgeworfen wird, beigetragen. Denn, wie Ihr Kollege gesagt hat, hat er mich schlafend oben in einem Büro liegend wachgerüttelt. Ich bin aufgestanden, nachdem er in die Luft geschossen hat, habe die Hände hochgemacht, er hat mich durchsucht, war kooperativ. Und nur weil irgendwelche Leute in der Bank
einen Raubüberfall starten, was ich nicht weiß, denn ich habe ja geschlafen. Heißt es ja nicht automatisch, dass ich Mittäter bin. Also wo ist denn hier bitteschön die Beweiskraft, außer dass der Kollege das vermutet? Auf eine Vermutung kann man doch niemanden rechtskräftig verurteilen und Hafteinheiten reindrücken. Dass ich geflüchtet bin zum Schluss, weil ich einfach das Ganze nicht verstanden habe, weil der Kollege mich vorher entlassen hat. Die Strafe nehme ich gerne entgegen, denn das ist ja ganz offensichtlich. Aber mir hier Hafteinheiten reinzudrücken, nur weil der Kollege denkt, ich könnte dazugehören, ist für mich ehrlicherweise kein richtiger Beweis. Okay, dann fragen wir mal ganz kurz anders. Warum haben Sie sich denn überhaupt in der Bank aufgehalten und sind laut Kleidungsstil bzw. aufgrund der Kleidungsstile mit mindestens zwei Mittätern identisch? Wer hier in der Stadt lilane Hosen trägt oder nicht, habe ich nicht zu entscheiden. Wie Ihr Kollege gesehen hat, ich lag oberkörperfrei in der oberen Bank, in dem Raum. Mir war kalt, ich hatte kein Pullover dabei, der wurde mir gestern geklaut. Und da es hier in der Nacht relativ kalt wird in Dortmund zu der aktuellen Jahreszeit und ich nichts von den Hotels wusste, die hier in der Stadt relativ kostengünstig zu mieten sind, hatte ich gedacht, in der Staatsbank, da könnte ich mich mal hinlegen und mich ein bisschen aufwärmen. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unbedingt ideal ist und es ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt natürlich auch, aber ja, die Staatsbank hat mich halt wärmen sollen. Das war meine Intention, mich da hinzulegen. Genau, richtig. Also das ist soweit auch eine Aussage, die zu beachten ist. Dennoch haben Sie sich, wie gesagt, zum Tatzeitpunkt in der Bank aufgehalten und die Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben, sind vertretbar, kann ich auch nachvollziehen. Aber dennoch ist es auch einfach ja eine Art, in Anführungsstrichen, Ausrede, falls Sie genau dieser Mittäter waren, als die wenn sie jetzt beschuldigt werden, ja? Aber wo ist denn ihre Beweiskraft? Das verstehe ich nicht. Wie können Sie mich zu etwas verurteilen, wenn gar keine Beweise da sind? Gucken Sie sich doch die Überwachungsbänder an. Dann sehen Sie doch, dass ich mich oben nur schlafen gelegt habe. Also laut den Kameras, in denen wir 20 Sekunden, 30 Sekunden nach stillem Alarm so gesehen aufgehalten haben, wurden schon mehrere rumlaufende Personen in der Bank angesprochen bzw. gefunkt. Und ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, Sie waren einer darunter, aber es waren auf jeden Fall Ihre Mittäter, die sich da noch stolz präsentiert haben und anschließend erst versteckt haben und ebenfalls als schlafende Person kundig gegeben haben. Ne? Das kann gut sein, aber ich sehe da immer noch nicht die Beweiskraft, dass ich in der Mittäterschaft bin. Wenn sie mich nicht mal auf den Kameras gesehen haben, was meine Freunde in ihrer Privatfreizeit machen, wenn es meine Freunde sind, da bin ich doch nicht für verantwortlich. Dann müssen sie die verurteilen, denen sie die Mittäterschaft auch nachweisen können. Oder denjenigen, wer auch immer das Schwarzgeld gehabt hat. Also theoretisch gesehen ist ja jeder der Schuldige dann, der in der Bank war. Also es kann ja auch jemand sein, der keine lila Hose anhatte, worauf sie ja drauf pochen. Es kann ja auch irgendjemand gewesen sein, der eine schwarze Hose trägt, wenn er dann da drinne ist. Dann ist er halt auch der Mittäter. Erstmal muss die Folie genau von diesem Sachverhalt ausgehen, ja. Das ist ein schönes Rechtssystem dann, dass jeder, der in der Bank ist, dann in die Haft kommt, ohne Beweiskraft. Wie gesagt, wir sind... Müssen wir bitte kurz mit. Ich denke... Wie gesagt, ich weiß, ich habe Emote Only drinne. Und niemand unterstellt mir das gerade. Aber, versteht mich nicht falsch, ich diskutiere jetzt hier gerade nicht mit denen, weil ich denke, dass die Fail-RP gemacht haben oder Scheiß-RP gespielt haben. Das ist ein babamäßiges RP. Ich habe einfach Bock, mich mit den Bullen abzusabbeln, Digga. Und denen Argumente zu liefern, dass ich nicht in den Knast gehöre. Was mir vorgeworfen wird. Darum geht's mir. Ich heule hier nicht rum, weil es irgendwie Fail-RP ist. Nee, alles gut, dankeschön. Ich bin auch voll getankt bis oben hin. Okay, alles gut. Aber falls Sie mir einen kleinen Joint zustecken können, den würde ich begrüßen. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber wenn ich im Dienst bin, habe ich solche Substanzen leider nicht dabei. Sehr sympathisch, danke trotzdem.
Denn mich hier jetzt reinzustecken und mir direkt Hafteinheiten reinzudrücken, obwohl, gut, alle meine Jungs haben da geschlafen, aber die Mittäterschaft muss mir ja erwiesen werden. Und anhand einer Vermutung kann man jemanden nicht verurteilen. Zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ihr steht hier auf wie bestellt und nicht abgeholt, Leute, ne? Also wirklich. Bin ich super. Was haltet ihr denn von, wenn wir alle mal die Hosen ausziehen und wir mal einen kleinen Schwanzvergleich machen? Oi, oi. Was haltet ihr davon, wenn ihr alle mal die Hosen runterzieht und mal einen kleinen Schwanzvergleich in die Runde? Und der gewinnt, kriegt von mir 10.000 Euro Cash für einen Stripclub. Na, was haltet ihr davon? Abgelehnt. Negativ. Oha. Adams. Oha. Huch. Nee, ich hab kurz was nachgeschaut. Manuel, sie war... Aber, also ich sag ehrlich, also da habe ich gar nichts gesehen für den Moment. Also sie wären definitiv derjenige gewesen, der am schlechtesten abgeschnitten hätte. Was soll das denn? Ah, deswegen hat er auch nachgeguckt. Ja, ja, ja. Was ist? So. Mensch, die Jungs bereden sich aber ganz schön lange. Es war wohl doch nicht so eine einfache Situation. Ja, also ich gehe mal davon aus. Warte mal kurz. Brauchst du irgendwas zu essen oder zu trinken? Nee, alles gut, ja, danke schön. Ich gehe mal davon aus, dass... ich glaube, von unserer Seite aus können wir die Geschichte eher nachvollziehen als die Seite des PDs, ne? Mhm. Ich kann ihre Ansicht auf jeden Fall verstehen. Es gibt halt keinerlei Beweise gegen sie, dass sie schuldig sind. Es genau. ist halt in dem Fall einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bei ihnen, ne? Ja, letztendlich liegt da keine Beweiskraft vor. Und also ich kenne halt keinen Staat, der jemanden verurteilt zu Hafteinheiten bzw. zu einer Strafe, wo nur Vermutungen aufgestellt werden. Es muss ja immer ein rechtskräftiger Beweis vorliegen. Und der rechtskräftige Beweis liegt ja nicht vor im Fall des Raubes. Ne? Nee, eben. Im Zweifel ist es ja auch für den Angeklagten. So ist es. Die Strafe für den Fluchtversuch, den ich ja gewaltlos angetreten habe. Ich wollte mich eigentlich nur auf mein Motorrad setzen und wegfahren, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum man erst entlastet und entlassen wird und dann doch wieder zurückgerufen wird und einem Handschellen angelegt werden soll. Dann hat leider die Zentralverriegelung von meinem Moped geklemmt und dann habe ich einen Taser. Ja, egal. Und dann habe ich einen Taser in mein Poloch geschoben bekommen und jetzt bin ich hier. Und die Strafe sitze ich auch gerne ab, aber für das andere. Oh, der Kollege gesagt, hat einen guten Fokus auf Polöcher, glaube ich. Ja, ja, also was Pech angeht, kennt die Polizei sich auf jeden Fall aus. Das weiß ich aus Erfahrung, ne? Ich habe ja öfter mit denen zu tun hier. Mhm. Aber wie gesagt, ne, wenn ich die Möglichkeit hätte, für mich wäre das eigentlich keine so lange Diskussion. Letzten Endes sitzen die gerade ihre Haftzeit ab. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben hier eine gute Konversation, die argumentativ, wo man seine Meinung austauscht. Und am Ende habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen möchte. Wenn jetzt dagegen entschieden wird, dann ist es halt so. Ich wollte das nur einmal, meine Dinge oder die Sicht der Dinge schildern. Was da jetzt bei rumkommt, werde ich dann ja von Ihren Kollegen sehen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ne, also wenn das häufiger der Fall ist, ich meine... Das muss halt ein Beweis dafür da liegen. Und das so sehe ich es im Grunde auch, ja. Ne? Müssen wir halt mal mit der Polizeiführung nochmal sprechen, erstes Wort, dass das da halt so nicht geregelt werden kann. Weil einfach, ne, Sie kennen das Muster, jeder möchte gewinnen. Ich verstehe. Natürlich. Danach geht das ja nicht, ne? Also zu Unrecht einen festzuhalten für eine Tat, die Sie nicht begangen haben, ist natürlich nicht in Ordnung. Das kann ich Ihnen nur zustimmen. Warten wir mal, was die Kollegen da... Ich weiß nicht, ob die sich da noch gerade irgendwie bei WhatsApp ein paar Videos hin und her schicken. Ja. Also wenn die jetzt noch weiter diskutieren, dann... Ja. Naja, warten. Ich frage einmal kurz nach. Ja, danke schön. Digga, Lilie Sevilla hat meine Mutter hochgenommen. Es ist zum Kotzen, Digga. Wo ist denn mein Schein? Hier. Ich hatte den Schein. Salzburg, Wolfsburg habe ich Salzburg gegeben. Manchester, Atalanta habe ich Manchester gegeben. Lille gegen Sevilla habe ich das 2 Tore fallen. Nicht gekommen, Digga. Benfica, Bayern München habe ich...
Handicap Benfica, also Bayern München muss 2-0 gewinnen, gekommen. 400er Einsatz, 3-5 wären gekommen, Digga. Nur weil Lilie und Sevilla zu dumm sind, Tore zu schießen. Die dummen Arschlöcher, Digga. Nicht ein Tor! Ja. Tja. Schmutz, Digga. Arschlöcher. Den werde ich. Digga. Da werde ich jetzt erstmal 3-4 Trikots bestellen und dann wieder zurückschicken und Retoure, damit die ein bisschen Kosten haben, Kapi. Und wie gesagt, das, was hier gerade passiert, versteht mich nicht falsch, ist nicht, weil ich die Situation als solches als Fail-RP betitel. Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Ich versuche einfach nur, wie Olaf Scharf ist und ich als Privatperson auch, mit Argumenten, mit Schlitzohrigkeit mich rauszureden. Und natürlich, er hat auch recht, im Zweifel für den Angeklagten, wo kein Beweis, da auch keine Verurteilung. Ja, Kauz, Digga, hol doch rum, Alter. Ich sag das so oft, wie ich will. Ansonsten geht. Machen wir es einfach so, erstmal. So, jalla. So, Moment. Nein, ich mach gar nichts. Oh, Digga, dauert ja Ewigkeiten, Alter. Ich war kurz davor, da mal ein bisschen zu handhaben. Nee, Bruder, also ich schlafe hier gleich ein. Taschenlampe einmal wieder aushändigen. Wird ihn jetzt nach oben führen. Herrn Scharf, Sie sind ja ansprechbar? Ja, ich habe nur gerade ein kleines Nickerchen gemacht, weil es so lange gedauert hat. Alles gut. Ich werde Ihnen jetzt mal Ihre Taschenlampe wieder aushändigen. Bitte aber auch dann. Haftzeit. Bitte dann aber auch, ja? Die Funkgeräte und die GPS-Chips. Das waren meine. Natürlich. Ja, dankeschön. Und Sie bekommen jetzt von mir 2 Funkgeräte. Ja. Und auch bitte nicht das den Granatenwerfer vergessen. Bitte, haben Sie einen Waffenschein für den? Ich habe einen Waffenschein, ja, klar, natürlich. Er hat aber keinen Granatenwerfer dabei. Versuch was wert. Aber die 10 Sniper, die ich hatte, die können Sie mir aber nochmal zuschieben. Okay, natürlich, natürlich. Die waren draußen auf Sie. Genau, also ich würde Ihnen jetzt noch einmal das Bußgeld ausstellen für die für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten. Mhm. Ansonsten hat die Justiz so weit eingeschalten, dass ihnen der Raub nicht anlassbar ist, aufgrund mangelnder Beweislage. Dafür werden sie jetzt auch nicht weiter belangt, deswegen ist ihre Haftzeit zum jetzigen Zeitpunkt auch beendet. Ja, ja, alles klar. Ich werde ihnen jetzt noch das Buß für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten aushändigen. Ja. Mit der Bitte, diese zu bezahlen, möglich innerhalb von 24 Stunden. Was drücken Sie mir denn da auf die Augenbrauen? Das ist eine Strafe so circa von 10.000 und ich drücke Ihnen überhaupt gar nichts irgendwie auf die Augenbrauen. Nur einmal die Bitte und die Aufklärung, dass wenn Sie innerhalb von beziehungsweise schneller als 24 Stunden nochmal aufgegriffen werden mit diesem Bußgeld, wird dieses verdoppelt. Ja, schieben Sie mir das mal zu. Wissen. Genau, kommen Sie einmal einen Schritt da bitte. Dann kriege ich nur die Rechnung für. Mhm. Überprüfe Sie einmal auf unbezahlte Rechnungen. Nee. Haben Sie keine? Nein. Genau. Dann bekommen Sie von mir Vollstreckungsbeamten, wie gesagt, in Höhe von 10.000 Euro. Ja, warten Sie, ich erledige das direkt. Und erledigt. Sehr schön. Genau, super. Alles super. Klar, dann würde ich Ihnen soweit die Erlaubnis geben, mir zu folgen. Ich würde dann nach oben führen und aus dem PD freilassen, ja? Ja, alles klar, dankeschön. Möchten Sie jetzt noch irgendwas mit der Justiz besprechen? Nee. Weil Sie natürlich jetzt länger saßen, als Sie letztendlich mussten. Nee. Weil der Raub ja nicht Nee, alles gut. Danke für die gute Zusammenarbeit hier. Und schönen Abend wünsche ich noch, ne? Dankeschön. Ciao. Sehr gerne, Herr Schaff. Oh mein Gott. 20! Einen Moment, ich bringe den Herrn einmal nach draußen, dann können wir gerne reden. Jawohl. So, Herr Schaff, ich entschuldige mich dann für die Unannehmlichkeiten. Alles gut. Einen schönen Tag, ne? Guten Job alle gemacht, dankeschön. Nochmal vielleicht den Appell an Sie. Wenn das
Wenn das jetzt zur Gewohnheit werden sollte, ne, ist das natürlich nicht mehr mit so einer geringen Haftstrafe verbunden, ne? Sie meinen also, die wenn Flucht das, oder was meinen Sie jetzt? Nein, ich meine, also für mich ist es ein geplantes Ding gewesen, das kann ich Ihnen wie gesagt nicht nachweisen, ja. Aufgrund mangelnder Beweislage, ja. Aber wird das zur Gewohnheit, Ihr Name ist hiermit aufgeschrieben, ja. Bekannt bei der ja. Polizei, wenn sowas des Öfteren vorkommt, wird auch die Justiz sie da nicht mehr rausboxen. Ja, alles gut, das habe ich verstanden. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke. Ciao, ja, ciao. Ja, danke ebenso. Ciao, ciao. 20? Ja. Alles sehr gutes RP. Wurde von mir, sehr wohl von der Polizei auch, aber auch von der Justiz. Letztendlich ist mir wichtig, Digga, ich habe für einen Moment, also ich habe auch für einen Moment überlegt, seine Nettigkeit auszunutzen, denn er ist mir trotzdem auf den Sack gegangen und ihn einen mit der Taschenlampe über Dütz hauen. Da wäre er instant tot gewesen, aber was habe ich davon, Digga? So, wissen Sie, man kann mit mir gut reden. Und natürlich weiß er genauso gut wie die Justiz, dass ich mit dem Raub was zu tun hatte. Aber so wie in der Realität auch, keine Beweise, keine Anklage. Aufgrund einer Vermutung kann man niemanden verurteilen, im Zweifel für den Angeklagten. Und diese Karte habe ich ausgespielt. Und warum ich das eben so oft wiederholt habe mit Fail-RP, bla bla bla, weil die Leute sehr toxisch sind. Immer oft sehr toxisch sind. Und immer denken, dass eine Diskussion immer gleich bedeutet, ey, du hast Sonderrechte, bla bla bla. Gar nichts, Digga. Gar nichts. Ich habe einfach die Situation schön ausgespielt. Und ich bin dann halt auch jemand, ich bin nicht super intelligent. Ich habe kein heftiges Allgemeinwissen, aber ich bin ein Schlitzohr, Digga. Ich bin ein Schlitzohr. Reden konnte ich schon immer gut. Und mit meiner guten Redensart, die ich ja trotzdem an den Tag legen kann, und mit meiner Schlitzohrigkeit habe ich mich aus der Situation rausgewunden. Andere hätten einfach die Fresse gehalten und hätten sie gesessen, ich nicht. Yo, Olaf ist aus dem Knast raus. Bin jetzt wieder am Start. Hey, wir sind alle am Start, Alter. Ja. Ich war im Knast, Digga. Die wollten mir den Raub anhängen und so. Ich habe die argumentativ in den Boden gestampft und saß zum Schluss länger im Knast, als ich überhaupt hätte sitzen müssen, weil die ganze Zeit beredet haben, ob sie mich noch behalten oder nicht. Ich hab jetzt, das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein Bußgeld von 10.000. Das habe ich schon bezahlt und heidiala. Ganz kurz, Jungs, ganz kurz. Ich bin am Krankenhaus. Ich werde noch 5 bis 10 Minuten behandelt. Danach brauche ich bitte eine Abholung. Okay. Hast du eine Penisvergrößerung oder was? Verkleinerung, Bruder. Dann gib Big Soße mal was ab. Ja, kann ich gerne machen. Jungs, ich muss Funkgerät wieder abgeben. Bitte seid in 5 Minuten hier, okay? 5 Minuten, ey, wir müssen ab und ich hol ihn mit dem Motorrad danach. Ja, total, ja. Und wie gesagt, die Planung mit der Fraktion ist im Gange. Wir haben heute die Bewerbung geschrieben, beziehungsweise ein netter Zuschauer hat ohne Aufforderung uns das ausgefüllt und uns zukommen lassen, was uns sehr natürlich auch gefreut hat. Wir hätten das uns selber gemacht. Wir waren dabei, das selber zu machen. Aber irgendein Zuschauer hat das dann schon gemacht und hat das einen von meinen Jungs geschickt.
Ja. Ja, ist doch scheißegal, ob Flucht Straftat war oder nicht, Digga. Scheiß drauf, Bruder, Pfeife. Egal, Chat, bitte jetzt kein Backseat-Gaming machen und den Fall noch aufklären. Wir sind ja aus der Situation raus, es bringt nichts, wenn wir diese Diskussion jetzt noch haben. Keine Waffe in der Karre. Hundertprozentig nicht. Nein, nein, nein. Warte, Digga. Wo ist Chito? Der ist noch am Behandeln drinne. Ja, du musst gleich aussteigen, weil dann muss ich mit ihm wegfahren. Oder wird der mitgenommen? Weiß ich nicht. Sind die Bullen noch hier? Nee. Ey, Chito, bist du noch am Funkgerät? Er hat gesagt, er muss sein Funkgerät. Komm mal alle Flughafen bitte danach, ja, wir treffen uns. Er muss seinen Links abgeben, hat er gesagt, sein Funkgerät, das Ding. Ja, aber er hat ja gesagt, er wird behandelt und in 10 Minuten ist er draußen. Ja. Ich weiß nicht. Seid ihr geflüchtet oder was habt ihr gemacht? Ja, Bruder, Horter, also es war zu 100% klar, dass da eine GoPro im Spiel war und Horter hat mich mitgenommen und mich freigelassen dann. Warum? Ja, weil er wusste, dass nur mit GoPro gesehen, also, der wusste einfach, okay, da hat jemand eine GoPro gesehen und ist einfach mies. Also ich hab da nichts zu gesagt bei mir, aber bei mir war es auch, wenn wir jetzt darüber reden, bei mir war es auch ein bisschen auffällig. Bei uns 100% klar. Also wirklich. Wir haben sogar extra Bug-Abusing gemacht, sodass man nur unsere Füße sieht. Mhm. Bruder, wir waren mit einem hier Dings, Polizeifahrzeug, irgendwo in der Seitengasse und die haben gesagt, dass sie den Wagen gesehen haben. Irgendwo in der Seitengasse. Komplett random. Irgendwo. Weißt du, wie ich meine? Und dann waren wir nebenan bei der Tankstelle und zufälligerweise kommen sie in diese Tankstelle rein und wir haben extra, um es zu erzwingen, uns in die Wand reingebackt, damit man nur unsere Füße sieht, damit man wirklich zu 100% bestätigen kann, dass es GoPro war. Digga, er geht rein, sieht nichts, er geht raus und kommt wieder rein und sieht unsere Füße. Das war bei mir genauso. Das war bei mir genauso. Der Polizist ist bei mir reingekommen, hat den Raum gesichert, ist rausgegangen und dann hat er ist eine Minute später, zwei Minuten später gesagt, oh, ich gucke hier nochmal und ist gezielt in die Ecke gegangen, wo ich gelegen habe. Aber ich habe das Thema bei mir nicht im Stream aufgemacht, weil dann hörst du es wieder, man heult wegen jeder Scheiße rum. Ich habe trotzdem... Nein, ich sag euch so, wie es ist. Warum rede ich mit Big Sauser Stimme? Weiß ich nicht. Ich sag euch so, wie es ist. Von Anfang an, als ich auf diesem Server war, hier wird gestreamt. Es ist einfach so. Und ich bin schon so lange auf diesem Server. Bei der Polizei wird zu 100% zu 1 Milliarde % gestreamsniped. Es gab auch Fälle, wo man Leute in den Viewerlisten gesehen hat von der Polizei und sowas. Es wird einfach gestreamsniped hier. Es ist wirklich so. Okay, man braucht nicht bei jeder Situation und nicht jeder streamsniped, okay, aber gerade das war zu auffällig. Gerade das war wirklich zu auffällig. Chito, musst du hier weg? Ja. So, ja, mir noch nicht. Ja, warte, ich nehm Taxi. Hey, okay. Steig auf. Salam. Yo, Salam, Bruder, ich bin's, der Olaf Schaf. Fährst du mich einfach nochmal zur zur Garage? Ja, kein Problem. Machst du auf? Ist offen. Perfekt, danke dir. Fahr mich mal zur Platzgarage, ich bin kurz in der Zeit im Kopf. Alles gut. Danke. Aber wie gesagt, Chat, ich habe extra das Fass nicht aufgemacht mit GoPro. Mir kam es auch ein wenig verdächtig vor, dass der Polizist in den Raum reingelaufen kommt, mich nicht sieht und sagt, hier ist niemand und eine Minute später sagt, oh, ich gucke hier nochmal nach. Aber ist doch scheißegal. Ey, Jungs, wir sind im
Blattgarage. Ich hab da auch keinen Bock, immer dann drüber zu reden. Ich hab eine richtig geile RP-Situation, eine richtig geile RP-Situation gespielt. Und es hat Spaß gemacht, Digga. Ruf einer sonst mal Olaf an. Ja, ich komm. Ich komm zum Flughafen. Flughafen ist. Nee, kannst mich hier rauslassen, Geh mal Flughafen, nein. So, steig, ich will dir Geld geben. Ey, steig bitte aus, ich geb dir noch Geld. Ganz schön viele neue Taxis hier jetzt in der Stadt, ne? Ja, ich hab jetzt einen Mitarbeiter. Oha, Digga, bei dir läuft. Ja. Aber die anderen Taxis halten nicht durch. Die sieht man nur ab und zu beim Flughafen. Du machst den besten Job, Digga. Du bist bester Mann, sag dir so, wie du bist. Also, du bist eine Bereicherung hier für die Stadt, Digga. Ich danke dir, mein Freund. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir sehen und hören uns. Lass dir gut gehen, Digga. Pass auf dich auf. How's the ride? Hau rein, Heide, Jalla. Die Unterbodenbeleuchtung. Oha. Yo, what the fuck, was ist das denn? Ja, das Auto ist immer noch unzerstörbar. Ich werde mit Toast später danach fragen, was da los ist. Solange ich es jetzt nicht in einer kriminellen Situation abuse, ist, denke ich mal, passt es erstmal. Ist hier irgendwo noch schnell eine Dings? Warte, ich kann noch zum Arzt. Warte mal, ich will unbedingt die Unterbodenbeleuchtung ändern, Digga. Das macht mich verrückt. Ich krieg immer mehr so ein bisschen das Handling für den Wagen raus. Also ihr dürft nicht vergessen, also der driftet halt auch bei 150. Also egal wann ich ihn er driftet nur. Wie viel ist der Wagen wert? Boah, ganz schwer zu sagen, Digga. Ganz schwer zu sagen, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber... Jo! Jo, was machst du denn hier, Digga? Jetzt, wir wollten noch zum Flughafen. Ach so, oh, okay. Bist du nicht im Funk? Doch, aber ich hab das nicht verstanden, Digga. Ich komm dir hinterher. Jalla, Abfahrt. Das macht so Spaß, Digga. Ich sag euch, Real Talk, ich hab heute den ganzen Tag nur daran gedacht, mit dem Auto zu fahren. Ich will nur noch. Was? Das ist nicht der Flughafen, Digga. Ja, ich will nur noch eine Kleinigkeit schnell ändern, Digga. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin. Ist das Auto beschädigt oder nicht? Oder das Auto ist unzerstörbar aktuell. Ach so, ja, okay. Bist du rausgekommen aus der Situation, oder was? Bruder, wenn ich dir das erzählen würde, du würdest mir das nicht glauben, Digga, verstehst du? Ja, Soße hatte mir schon ein wenig erzählt. Und danach ging es ja noch krasser ab, Digga. Mach mal erst dein Auto, Digga. Ja, das dauert nur 10 Sekunden, ich will nur die Unterbodenbeleuchtung ändern. Jo.
Hä? Gibt es kein Schwarzlicht mehr? Gibt es kein Schwarzlicht als Unterbodenbeleuchtung? Purple? Das habe ich Hot Pink. Gibt's nicht. Ja, Jungs, kommt ihr noch zur Q-Karten oder wie schaut's aus? Wir sind schon auf dem Weg, Ich bin Olaf, gleich da. Okay, perfekt. Wir müssen noch kurz auf Mediziner warten, denn so ist das. Jo, noch auf dem Weg. Der war ein bisschen frech, Bruder. Ich muss ihn kurz in Platz schicken. Danke dir für nichts, Digga. Wirklich. Danke dir für steig bei mir ein, Bruder. Jo, Moment. Ich hab Koffer echt Schmerzen, Mann. Ich kann nicht mehr gerade auslaufen, Alter. Meine SMG mitnehmen und ja, warte. Digga, Rosa liegt am Flughafen. Ich fahr jetzt dahin und schicken sie. Willst du mal eine Runde fahren, Marcel? Komm. Fahr du mal, eine Runde. Aber pass auf, Digga. Wieso soll ich aufpassen, Digga? Ist so krass, oder was? Der ist nur am Driften. Also der driftet nur. Wow. Oh nein! Oh, Bruder! Aber du kannst überall... Also der ist unzerstörbar. Egal was passiert, der kriegt nicht einen Kratzer. Du kannst die Rampe hier nehmen, Digga. Uns passiert nichts. Welche Rampe, Digga? Die Rampe da vorne. Spring mal. Wie springt man, Digga? Ja, nein, die Rampe hochfahren hier, meine ich. Hier, jetzt gerade hoch. Fahr die Rampe mal hoch. Hier rechts die Rampe. Mit ein bisschen... Moment. Ein bisschen Anlauf, Digga. Wir können uns hier drinnen nicht verletzen. Oh. Also gefährden wir auch nicht unser Leben. Digga, ich werde die Rampe niemals bekommen, sag ich dir jetzt schon mal, wie es ist, Digga. Probier's einfach. Aber nicht, dass wir auf dem Dach landen. Schneid dich an. Abfahrt! Oh mein Gott, Digga, Achtung! Oh! Bitte flieg runter! Bruder, das kann doch nicht sein, Alter! Hey! Unzerstörbar, Digga! Ja, der ist unzerstörbar, du darfst es nicht so landen, du Idi! Bruder, wie erklärt der ADAC, wie ich hier hochgekommen bin, Digga? Erzähl mir. Was können wir jetzt dagegen machen? Das ist eine gute Idee. Wir können den ja nicht mal schieben. Wir können gar nichts, Digga. Man könnte den umdrehen, wenn ich den kaputt machen könnte. Aber ich kann ihn ja nicht mal kaputt machen. Nee, kannst du nicht. Hast du eine Waffe dabei? Ich habe eine Waffe dabei, Digga. Schieß mal auf die Reifen. Moment. Da geht halt einfach nichts kaputt, Digga. Gar nichts. Ja gut, dann laufen wir das restliche Stückchen. Scheiß drauf. Jungs, wir haben eine Panne, Digga. Wir laufen. Wo seid ihr? Ich hole euch ab. Ich hab das unzerstörbare Auto zerstört, Digga. Lack, wo? Sag doch wo. Bei der Rampe. 10.039, Digga. Wir brauchen zu Fuß noch eine Minute. Du brauchst nicht kommen. Ja, stimmt, du brauchst auch Flughafen. Wir sind am Flughafenplatz, Sosa liegt hier. Besorgt mal einen Mediziner. Wieso noch Sosa? Der Bruder, der ist mit Bike, hat Salto gemacht. Digga, wir sind solche Kauten, Alter. Ja. Digga, schau mal, weißt du, wie ich das letzte Mal geflüchtet bin? Ich erzähl's dir, Digga. Ich lag bei der Flucht mit Sosa. Die haben uns wieder hochgeholt. Ich hab so getan, als müsste ich mitgehen. Innere Blutung, ja? Ich bin auf die Tage von dem Mediziner und die Bundeswehr ist uns gefolgt, Digga, ja? Ja. Die Bundeswehr ist uns gefolgt und auf dem Weg habe ich geschaut hinter mir. War kein Bundeswehrauto, die waren noch ein bisschen weiter hinten. Ich bin von der Tage aufgestanden, vom Fahrzeug während der Fahrt abgesprungen und weggekommen, Digga. Aber ja. Die haben dich doch später wieder bekommen, oder? Nein, danach nicht mehr, Digga. Das war die letzte Flucht. Aber wer hatte denn das Schwarzgeld, dass dem das abgenommen worden ist? Dem abgenommen, Digga. Wem? Schießt da. Dem Sosa, Digga. Den haben die dem Schwarzgeld weggenommen.
Ja, mich wollten sie für den Raub verurteilen. Ich habe die argumentativ in den Boden gestampft. Hast du die gefickt, Digga? Ja. Am Ende haben sie sich entschuldigt, weil ich länger saß, als ich hätte eigentlich sitzen müssen. Okay. Und wir hätten dich sowieso rausgeholt jetzt. Ja, alles gut, Digga. Du weißt ja, ich versuche immer erstmal mit schlitzohrigen Gelaber die Situation zu lösen. Auf jeden, Digga. Jungs, schaut mal Cousin seine Überraschung an. Er wollte euch eine Überraschung machen. Cousin hat alles kaputt gemacht. Er hat extra einen Privatjet geholt, dass wir alle einmal Luxus fliegen können. Das weiß ich doch schon, Digga. Wir sind doch schon damit geflogen. Ich wusste das gar nicht, Digga. Ich wusste es auch nicht, deshalb. Ey Jungs, ich kann nicht aufstehen. Echt jetzt? Wir können damit vor unserem Dings landen. Wie heißt das? Vor unserem Anwesen. Ja, dann lass Sosa mitnehmen, Digga, oder? Ey, wie willst du den da mitnehmen? Willst du den da tragen da drin? Ich will das Ding einmal ausfahren. Ich bin das Ding noch nie ausgefahren. Das müsste doch hier auf der geraden Fläche eigentlich gehen, oder? Wie viel habe ich denn hier noch? Boah, Digga, schwierig, das hier auszufahren. Es ist schwierig, das auszufahren. Komm. Stopp, jetzt, komm. Ich bin zu sehr Angsthase, Digga. Du kannst das hier nicht auf dem Ding ausfahren. Funktioniert nicht. Ist die Strecke besser? Ich glaube. Ist die Strecke hier besser? Oh mein Gott, Kaido jault mich an und ich gucke und er hat sich in den Kabeln unten verfangen. Oh, warte, bleib da. Alles gut. Ich muss ein Video machen. Alles gut, Kaido, dir geht's gut. Olaf, kommen, wir fliegen weg, Digga. Oh, was hast du denn gemacht? Warte. Was hast du denn gemacht? Oh, bist du wieder frei? Was war das denn? Hast du dich in den Kabel verfangen? Oh, was war das denn? Komm her! Oh, du spinnst, was hast du denn gemacht? Hat da ein Kabel runtergegangen und da hast du dich fast... Also... Was hast du denn gemacht? Ja, komm, mach hier noch ein bisschen. Ich höre ihn nur gerade jaulen, Digga. Erstmal Video machen hier, damit ihr auch wisst, was ich meine. Oh, was hast du denn da gemacht? Oh, oi. Gib Papa einen Kuss. Oh, danke. So ein feines Küsschen. Mach Hobby. Geh hoch. Nee, das war überhaupt nicht schlimm. Ich bin gemutet. Ich zeige euch das ganz kurz. Warte, ich gehe aber im Flugmodus rein. Das irgendwie hat er die Kabel von oben rausgezogen. Das weiße Kabel ist runtergefallen, glaube ich. Und dann hat er die anderen Kabel runtergezogen. Warte. Hier. So hat er sich verheddert. Er hat sich das weiße Kabel... Digga. So ein Dulli, Digga. So ein Dulli, Keilochen. So ein Süßi.
Jo, Jungs, sorry, ich hatte gerade was im Kopf zu tun. Seid ihr noch da? Wir sind am Flugplatz, komm. Das war mal dieser anderen Kabelbinder. Olaf, wo bist du? Komm, komm direkt Landeplatz, Digga. Warte. Seid ihr da mit den beiden Flugzeugen unterwegs? Jo, du musst hier einsteigen, Digga. Ja, mal, ach mal. Nein, nein, wir sind alleine. Wir sind alleine. Nicht bei denen, die zwei da sind. Ah, du Arschloch! Ah! Jungs, wo seid ihr denn? Hallo? Bei der Garage. Komm zum Flugplatz, da wo die Flugzeuge abheben. Süden, Süden. Ja, hier sind gerade zwei identische Flugzeuge wollten starten, die haben mich überfahren. Olaf, wir sind da, wo du die Dinger auspackst. Richtung Süden. Hä, da wo man ausfahren kann, hast du das? Direkt auf der Landebahn, Bruder. Ja. So, bin da. Endlich, komm. Ja, sorry, ich hatte im Kopf was zu tun, mein Hund hat sich fast erdrosselt. Ey, war verdrosselt wie? Der unterm Tisch hat er irgendwie geschafft, ein Kabel zu ziehen und hat sich dann den Kabel fast aufgehangen. Ja, moin, jetzt macht er noch die Musik an. Digga, scheiße. Der ist ja richtiger Killer, Alter. Aber sowas von. Der rastet ja richtig. Kylo, der Spinner, Digga. Kylo ist ein Spinni. Was wollt ihr jetzt machen, ganz kurz? Kurz zum Mediziner, Digga. Sosa liegt. In der Nutte im Puff. Ja, ich werde mich gleich schon verabschieden, Digga. Ich werde heute nicht so lange machen. Ja, okay, Mann. Korrekt, dann können wir mal endlich mal ein paar Aktionen gewinnen, Kappa. Du Arschloch, Digga. Ich stell dich unten in unser Anwesen in McDonald's rein, Digga, und sag, Abi hat gesprochen. Chito, rede anständig mit Abi, Digga. Nein, alles gut. Ich hole mir mal ganz im Kopf was. Bitte. Das ist alles Spaß. Oh, ich würde jetzt so gerne schreien, Digga. Nur um irgendeine bestimmte Person hier zu ärgern, um ehrlich zu sein. Er landet einfach mitten auf Straße, das ist krass. Nen gewissen Hurensohn. Halt die Fresse. Nicht du, Digga. So ist aber. Digga, ist Cousin hier gerade mitten. Digga, wenn die Bullen das sehen, die drehen so durch. Darauf freue ich mich schon. Wo ist hier das Krankenhaus, Digga? Wo seid ihr landet? Die Fahrer ist direkt. Steig doch raus und lauf schon mal durch. Ich bringe den hin, ja. Ja, wir warten. Fahr mal, Cousin, fahr mal so dicht wie möglich mit dem Fahrzeug zum Krankenhaus. Die werden uns ficken, glaub mir. Nee, Bruder, nee, er geht nicht. Er muss doch irgendwie wieder abheben, weißt du? Ja, okay, nee, Cousin, bleib hier stehen. Aber das Ding ist, hier wirst du auch nicht abheben. Ich muss drehen. Ja, das sind die breiten Straßen, wurden nicht umsonst gebaut, ne? Ja. Cousin, bester Pilot, ich sag's dir so, wie es ist. Danke, Cousin. Respekt, Mann, Respekt. Ihr wollt jetzt Soße aus dem Krankenhaus holen, also mitnehmen und dann wollt ihr wohin? Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ja, dann lass mich hier kurz raus, dann leg ich mich schlafen, Digga. Ich hab heute nur, also heute bin ich nicht so lange hier geblieben, ne? Gut, ja, Jungs, gut, wir sehen und hören uns dann morgen. Yalla. Rein, Bruder. Ciao, Kuss. Jo, wie lange ist die? Ja, Chat, ihr wisst ja. Gerade wenn Ehrenbruder Kylo da ist, dann mache ich immer nicht so lange. Das wisst ihr aber auch. Habe ich auch schon angekündigt. Aber ich will chillen noch kurz einen Augenblick. Alles gut.
nicht mein Zwölfer. Fresse. Hä, Kaido, was hast du denn da eben gemacht, Digga? Was hast du denn da eben gemacht? Hä, guck mal, wie sein Schwänzchen wackelt. Warte, ich mach mal den Chat aus. Ja. Achtet hier auf sein Schwänzchen. Was hast du denn eben gemacht, Kaido? Ja, was hast du denn eben Oh, Bruder, pass auf. Ey! Ja, pass auf. Pass auf. Hallo? Was hast du denn eben gemacht, Digga? Ah! Ah! Was hast du denn eben gemacht? Hä? Was hast du eben gemacht? Hängst du den Kabel fest, Digga? Das habe ich ja noch nie erlebt, du Idiotensohn. Hängst du dein Kabel fest? Muss Papa das gleich mal erstmal reparieren? Ja? Hast du dein Kabel runtergezogen? Zum Glück bist du ein intelligenter Hund und weißt, wie du zu kommunizieren hast, indem du jaulst. Das hört Papa immer. Stell dir mal vor, du hättest da alles rausgerissen. Hä? Gib Papa einen Kuss. Komm. Gib Papa einen Kuss. Gib einen Kuss. Du bist abgehoben. Gib einen Kuss. Gib ein Küsschen. Du Arschloch. Gib einen Kuss. Ja, okay. Scheiß drauf, Digga. Scheiß auf dich. Gib einen Kuss. Gib Pfötchen. Oh, gib anderes. Oh, ein Freinichen. Denken die Leute alle, du heißt nicht Kaido, sondern Ui. Bist du Ui? Nein, du bist Kaido, Ehrenbruder Kaido. Oder du hast mehr Follower als Z-Max. Ja, du machst mehr Likes auf deine Bilder als Z-Max. Was sagst du dazu? Ne? Gut, ne? Hä, mein Schatzi? Oh. Komm her. Komm her. Achso, komm her. Komm her. Oh. So, Chat. Oh, oh, ja. So, warte. Du spinnst. So. Och. Hey, oh, fein. So, Chat, wie gesagt, ich habe ja gestern 14 Stunden gestreamt, auf entspannt. Oh, so ein Feini. Ne? Oh. Gestern habe ich 14 Stunden gestreamt, heute halt ein kürzerer Stream, weil halt einfach Kaido da ist. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich liebe die RP-Zeit momentan vom ganzen Herzen, aber ich musste ein bisschen meinen Schlafrhythmus fixen, beziehungsweise auch mal wieder einfach ein bisschen früher ins Bett gehen. Das ist Meckern auf hohem Niveau, Digga. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Aber, Bruder, es ist halt momentan Standard, dass jedes Mal, wenn meine Freundin da ist, Digga, penne ich auf dem Sofa ein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, selbst bei Vikings, die neue Serie, die wir heute angefangen haben, also die haben wir noch nicht gesehen, selbst da bin ich bei der ersten Folge wieder für 10 Minuten weggepennt. Und ich sag nicht, dass ich unverhältnismäßig wenig schlafe, aber ab und an mal auch nur 5 Stunden oder 6 Stunden zu schlafen, ist ja gar kein Problem, Digga. Aber wenn du das jeden Tag machst, zumindest bei mir, oh ja, fein, dann ist halt, also ja, heute mal um 1 Uhr oder halb 2 pennen zu gehen, ist auch mal ganz gut. Was macht Kaido? Ich kann es dir ganz genau erklären. Kaido mag das gerne genau da abzuschlecken, weil ich da ja auch schwitze und das schmeckt für ihn salzig. Also wenn er da ableckt, hat er einen salzigen Geschmack. Und er macht Papa sauber. Ne, machst du Papi sauber? Oh, fein. Das ist ja auch Fellpflege. Katzen, ich glaube, das machen Hunde auch so. Ich weiß nicht, ob es nur bei Katzen ist, aber er pflegt mein Fell. Alles gut. Meine Freundin leckt da auch. Ist doch in Ordnung, Digga. Deine Freundin kann überall da lecken, wo sie Lust hat. Hä? Kaido denkt sich, köstlich, schmöchtlich. Was guckst du so doof wie ein Idiot, hä? Was guckst du so doof? Gehen wir gleich nach oben? Und ich weiß ganz genau, was ein Kaido will. Kaido will gleich ins Bett gehen und sein Ochsenzimmer kauen. So wie jeden Abend, ne? So wie jeden Abend. Du bist nämlich genauso ein Gewohnheitsmensch wie Papa. Komm wieder her. Komm wieder her. Oh! Du bist so ein Gewohnheitsmensch. Mach wieder Sitz. Wir wollen noch ein bisschen mit den Leuten Ha-Ha-Hi-Hi machen.
Schön gleich den Ochsenzimmer kauen, ne? Und bist du so eine faule... Also das kannst du dir nicht vorstellen. Warte mal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, Kaido, pass auf. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der Hund ist so eine faule Wichsau. Hör zu. Er hat einen Trick für sich gefunden. Bei mir ist es so, bei Anna ist es nicht so. Bei mir, wenn er sein Ochsenzimmer kaut und er irgendwann keine Lust mehr hat, dann schmeißt er den vor mich auf den Bauch oder vor meine Beine und fängt an zu jaulen, weil er möchte, dass ich mit einer Schere das Gekaute von dem Ochsenzimmer ihn abschneide, damit er sich nicht so anstrengen muss. Jedes Mal. Jedes Mal, Digga. Die Dinger stinken so, Bruder. Wallabier, die stinken so, aber ich würde alles für meinen Hund machen. Die Stinkedinger. Ist immer auch ganz lustig, wenn meine Freundin bei mir schläft und Kaido auch bei mir schläft, dann legt er immer das Ding bei ihr hin und dann rastet sie immer aus. Dann sag ich, hau ab mit dem Ding, das stinkt so. Nein, Kaido, nicht. Hä? Du bist so ein Gewohnheitshund. So ein Gewohnheitshund. Zweites Haustür wirst du dir nicht anschaffen, nö, Digga. Ja, die stinken extrem, da hast du recht, ja. Die stinken extrem. Wie alt ist Kaido? Kaido ist jetzt 6. Kaido ist jetzt auf Ehrenbruderbasis 6 Jahre alt. Ne? Was ist eigentlich hier mit deinem kleinen, mit deiner kleinen Beule? Naja, da ist sie ja noch. Zeig mal her. Zeig mal her. Nee, stell dich nicht so an. Lass Papa einmal gucken. Stell dich nicht so an. Ich mach doch nichts. Zeig mal her. Mhm. Gut, alles klar, danke dir. Rinderkopfhaut stinkt auch übel, ist er nicht. Wie ist Kaido aufgeteilt? Wann ist er bei dir und wann ist er bei Anna? Prinzipiell, Bruder, ich bin da ganz ehrlich zu euch. Ach, Bruder. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiße, Alter. Prinzipiell ist es so aufgeteilt. Also es ist natürlich extrem schwierig. Ja, alles gut, geht sofort los. Es ist extrem schwierig. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, sich mit einer Ex-Partnerin den Hund zu teilen. Weil in den meisten Fällen, wenn man sich da von seiner Freundin trennt oder von seiner Ex-Freundin dann in dem Fall und nicht mehr mit der zusammen ist, hat man in den meisten Fällen auch keinen Kontakt mehr. Es hat sich immer mal wieder schwieriger, also war manchmal schwierig, manchmal war es leicht. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich und Anna so das Abkommen haben, dass sie sich meldet, wenn ich auf Kaido aufpassen soll. Und entweder sage ich, ja, passt oder es passt nicht. Ich rufe eigentlich seltenst nur noch an und sage, jo, ich könnte heute den Hund. Anna meldet sich, um das Ganze einfach so entspannt wie möglich zu machen. Ich sage zu ihr, ich habe viel Zeit. Und wenn du möchtest, dass sie den Hund nimmt, dann melde dich bei mir, dann hole ich ihn ab. Weil ich sage euch so, wie es ist, ich will jetzt nicht zu tief in private Dinge eingehen. Es ist aber schon sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, sich mit einer ehemaligen Partnerin weiterhin gut zu verstehen, beziehungsweise dann auch sich das Sorgerecht um den Hund zu teilen. Das klappt bei den meisten, würde ich sagen, eher weniger. Ja. Ist halt wild, ja. Es ist nicht so leicht, wie man sich's vorstellt, manchmal. Und wie sieht deine Freundin das? Die hat damit kein Problem. Also, sie weiß, dass ich. Also, was heißt, sie weiß? Also, was soll sie davon halten?
ich kann mir gut vorstellen, dass meine Freundin es auch besser finden würde, wenn ich nicht mit meiner Ex-Freundin chill. Genauso wenig, wie ich es gut finden würde, wenn sie noch mit ihrem Ex-Freund chillt. Es ist ja verständlich. Die Umstände sind aber ein bisschen was anderes. Ich chille mit meiner Ex-Freundin ab, weil wir gemeinsam uns einen Hund gekauft haben. Und eine erwachsene Person erkennt die Sachlage und die Situation und entweder sie respektiert es oder sie lässt es halt bleiben. Was bedeutet 2013 am Hals YouTube-Start? Nur weil man Ex ist, heißt es nicht, dass man sich hassen muss. Alles Kindergartenkram. Ja, fühle ich, Digga. Aber in den meisten Fällen trennt man sich von einem Partner oder einer Partnerin, weil man nicht mehr miteinander zurechtkommt. Und danach Freundschaft zu pflegen, ist in den meisten Fällen aus meiner Wahrnehmung suboptimal. Wenn du mit der Person weiter in Kontakt haben möchtest, beziehungsweise weiter eine Freundschaft pflegen willst, dann verstehe ich nicht, warum man sich dann trennt, es sei denn, die Liebe ist nicht da. So, aber in der Theorie hört es sich leicht an, mit der Ex-Partnerin oder mit dem Ex-Partner weiterhin befreundet zu sein. In der Praxis ist es leider nicht so. In den meisten Fällen. Seiten auf Grau, ach nee, das ist nur das Licht, Brudi. Ja, Bruder, nice try. Ist Kaido kastriert? Nö. Wie lange das gedauert hat, bis ich einen Kopf hatte für andere Frauen. Bruder, ich bin nicht der Typ, der groß Interesse an One-Night-Stands hat. Oder ähnliches. Das ist einfach nicht mein... da bin ich nicht der Typ für. Glaubst du, du hast jetzt, bist jetzt bereit für ein Kind, nachdem du Kaido 6 Jahre erzogen hast? Bruder, also ein Hund mit einem Kind zu vergleichen, also einem Hundewelpe mit einem Kind zu vergleichen, bin ich nicht so ein Freund von. Beides ist sehr viel Verantwortung, aber ein Kind ist definitiv, denke ich, viel mehr Verantwortung. So, Big Mac hoste Batzi, den kleinen Eselficker. Eselficker ist vielleicht das falsche Wort, den kleinen eselreitenden Gauner. Und ich weiß noch nicht, ob ich morgen stream. Ich werde mal spontan schauen. Könnte sein, dass ich für ein paar Stunden nochmal online komme wie heute. Jetzt waren es knappe 4 Stunden. Ich werde jetzt ins Bett gehen und mir einen gemütlichen machen mit Kylo. Lasst euch gut gehen. Monte L in den Chat. Er war lustig, ne? Er weiß auch, wann dann Feierabend ist, anhand meiner Stimmung. Ja, alles gut, geh. Okay. Geh schon mal runter, Papa kommt gleich wieder. Ja, geh schon. Monte L in den Chat. Macht Schlaf. Lasst euch gut gehen. Kuss.